It's recording. Oh my god! Is it recording already? It is already. recording actually. So, so like we can start actually. have, actually. We, have we ever talked in a British accent in uh, our podcast? Oh, I think in the first one we did it. I think we do it quite often. No, we don't do it quite no, often. No, I don't. We don't always think do so. the wiener accent. Ja, der Wiener Akzent, da bin ich auch langsam. Nein, das ist überhaupt nicht. Nein, oh, das ist aber Schweizerdeutsch. Das ist der gute Schweizerdeutscher Akzent. Nein, das ist gar nichts von all dem. Das ist dummer Mensch. Was soll das sein? Ein dummer Mensch. but i'd be <laughs> so us, i would be so happy to talk yeah, for a whole episode in this accent it's so it's, it's super funny it gives me all the feelings you know yeah but no one would want to listen to us yeah anymore. i know it'd be so okay. annoying so let's stop and Start. Oh my god, that was amazing. just amazing. I loved every second of it. Oh my god, me too. So let's start maybe. <laughs> yeah, okay. But in German. <laughs> All right, if you really want to. Cool. Okay, Prum. kurz gucken, wie Deutsch funktioniert. Ach, oh, ich hab's jetzt wieder drin. Oh, okay. mein Hals ist so verschleimt, ne? Kennst du das? Das ist Ey, total nervig. Ey, meine auch, ich bin krank. Wirklich? Du bist krank? Ich schwöre. Ja. Ich bin auch krank. Mm. Fuck. Dann hab ich's Tag. mir bei dir geholt am Freitag. Ich wusste äh, es direkt. Äh, 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 äh. Mhm. Ich hab's mir bei dir geholt. Ja, nee, glaube ich nicht. Doch Weil ich bin erst seit gestern krank. Na, sonntag Sonntagabend. Na, siehst du? Haha, ich bin seit gestern krank. Das ja, heißt, aber, ich hab's von dir. Ja, aber wir haben uns am Freitag das letzte Mal gesehen. Cool, <laughs> da kann ich dich ja nicht angesteckt haben. Oh, scheiße. <laughs> ja, dann aber, hat uns irgendjemand anders Freitag in, im Studio angesteckt. Safe, deine Mutter war's. Nein, e. ich weiß, wer es war. Wer? Massimo war es. Wer ist Massimo? Massimo, der Tanzpartner von ähm, Sally? Von hier der einen. Von der einen da, von der Kochtante? Ja, den kenne ich nicht. Doch, der hat einen Pferdeschwanz, ne? Also den ja, an, an den Haaren, nur den habe ich gesehen. Ja. <laughs> Unangenehm. Ja. Vor allen Dingen, da hat jetzt niemand anders drüber nachgedacht. <laughs> Echt, ich muss da sofort immer drüber nachdenken. Wenn jemand von dem Pferdeschwanz redet, denke ich zuerst Echt? an den Penis. <laughs> ja, richtig schlimm. Joey, Wie so ein ist das der Anfang der Folge? Ja, safe ist das jetzt der Anfang der Folge. <laughs> okay, super. Damit herzlich willkommen. Ja, genau. Oh, wir haben lange nicht mehr Hallo gesagt. Aber das, ich wollte eigentlich anders in die Folge starten und ich wollte ja, okay. dich eigentlich noch fragen, was so deine Symptome von der Krankheit sind, wenn wir jetzt schon einmal bei der Krankheit sind. Also, ich ähm, bin am Sonntagabend eingeschlafen und dachte mir so, hm, mein Hals fühlt sich ein bisschen komisch an. Genau so war es bei mir auch. Nein, ja. okay. Montag bin ich aufgewacht mit so richtig schleim, schleimigem Hals hm, und geil. so Schluckbeschwerden und langsam kratzt es auch und es ist jetzt mittlerweile so, so trocken, weißt du? Mhm, Trockener Hals ohne Schleim oder mit ja. Schleim? Mit Schleim, aber trotzdem trocken. Das heißt, immer wenn ich länger halt irgendwie, also wenn ich jetzt Sport mache die ganze Zeit, wird es so krass trocken, dass ich so heftig husten muss und mir wird schlecht davon. Okay. Es ist super weird, aber ich glaube, ich habe, also ich habe sehr große Mandeln. Mm, große und, Mandeln ähm, hat die gute. Ja, und die sind halt sehr, sehr schnell dann so mit Schleim belegt, glaube uh, ich. Uh, schleimige mein, große es Mandeln. Ist, es ist so eklig gerade und auch ein bisschen weird, dass ich das so beschreibe, aber ich glaube, ich glaube, das ist das, was sich in meinem Mund abspielt, dass dieser Schleim so ein bisschen an meinen, wie heißt das, Zäpfchen? Der mhm. Punkt, wo man Würgereiz bekommt. Ja. Nicht das Zäpfchen, was man als Kind in den Arsch geschoben bekommen hat. Nee, das, was hinten an, am Gaumen hängt. Boah, wir müssen unbedingt Ist mal über Zäpfchen? diese Arschzäpfchen reden. Da habe ich sowas von. Das Schlimmste. Ja, also. Schlimmste. Richtig Trauma von diesen Dingern, oder? Echt? <laughs> Ich kann mich an ein einziges Mal erinnern, wo ich so ein Zäpfchen in den Arsch geschoben bin. <laughs> 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 ja, erstmal jetzt zum, zum, erst zum Mundzäpfchen ja. jetzt. Ja, zum Mundzäpfchen. Ich habe das Gefühl, dass ähm, meine Mandeln oder der Schleim oder was auch immer die ganze Zeit an mein Zäpfchen kommt und deswegen kriege ich die ganze Zeit einen Würgereiz und denke ich muss kotzen. Boah, das kenne ich auch so gut, Julia. Pass auf, jetzt kommt die Story of my life. Ich hatte ähm, 2014 doch meine OP im Blinddarm, ne? Und da mhm. haben die eine Sonde ähm, durch meine Speiseröhre in Magen oder wo auch immer reingesteckt, weil sich ja meine ganzen inneren Organe entzündet haben, weil der Blinddarm ja geplatzt ist und die haben als die die Sonde durch den Mund in den Hals geführt haben, mein Zäpfchen angerissen mit dem Teil, also oh. irgendein Stückchen ist da hängen geblieben und dadurch ist so ein Stückchen meines Zäpfchens im Mund so nach unten geklappt, war aber die ganze Zeit dran. Und ich wurde ja quasi im Bauch operiert, sprich, ich hatte quasi eine Woche lang so richtig das Gefühl, ich muss gleich kotzen. Also es ist ja die ganze Zeit so ein dir ist schlecht Gefühl, ne? Und Weiß ich nicht, wurde noch nie am Bauch operiert. Ja, aber du kannst dir vorstellen, wie es anfühlt, so meine ich es halt. Nee, null. Na, wenn dir schlecht <laughs> ist, halt Bauchschmerzen <laughs> hast Ach so, du halt. Achso, ja. du so Bauchschmerzen? Okay. Schon mal Schmerzen im Bauch gehabt? Ja, aber bei Bauchschmerzen ist mir <laughs> ja nicht schlecht. Ja, schon so ein bisschen, oder? Naja, pass, ich weiß nicht, vielleicht wäre mir gar nicht schlecht gewesen, aber dadurch, dass dieses, dieser Nupsi, der von meinem Zäpfchen so runter hing, so runter an meine, ja keine Ahnung wohin der hing, aber so ans Ende der Zunge, habe ich immer so einen Wirkreiz gehabt, andauernd, egal ob ich jetzt was gegessen habe oder gesprochen habe oder so, ich habe die ganze Zeit diesen Wirkreiz gehabt und das in Kombination mit diesen Bauchschmerzen, Hölle. Und es hat so lange gedauert, bis dieses Ding irgendwie entweder ist es wieder dran gewachsen oder ist es ist irgendwann abgestorben und dann habe ich es gegessen. Keine Ahnung. Ist es Sch <laughs> Joey? Ja, ist dein Zäpfchen noch ganz? Ist es wieder gerade? Du kannst ja gucken. Soll ich es mal zeigen? Auf. <laughs> wir ja, so komm, eine... wir machen jetzt die Apothekersituation. <laughs> Nein, Zeig ich mache das jetzt nicht. Nee, ich habe gerade nicht Zähne geputzt. Und ich habe gerade eine Reiswaffel mit Joghurt gegessen. Da ist bestimmt ganz viel Zeug jetzt oh. zwischen meinen Zähnen ja dann eben nicht ja das sieht man jetzt eh nicht Zefi ist doch voll weit hinten da müsste ich jetzt auch noch mit meiner Handytaschenlampe so reinleuchten ja okay vielleicht lassen wir das für den Moment ja okay gut deine Symptome sind also schleimige Mandel und Halsschmerzen aber sonst nichts ja. sonst keine Erkältungssymptome wie Kopfschmerzen mhm. und so so ein Gefühl von so Krankheitsgefühl halt nee sonst eigentlich nur Schnupfen Schnupfen, okay, den hab ich nicht. Ein bisschen, bisschen, aber nur ein bisschen und auch nur manchmal. Okay, also ich habe auch gerade so ja. Schleim im Hals, hörst du? So dieses, mhm. den hab ich. Aber weil mhm. ich Trottel auch gerade beim Sport war, weil ich sie da nicht lassen konnte. Aber weil, pass auf, gestern bin ich ja, also ich bin am Sonntagabend ins Bett gegangen und dachte mir schon so, ah, irgendwie bahnt sich da was an. Mein Hals fühlt sich schon komisch an. Dann bin ich irgendwie nachts mhm. um zwei aufgewacht und hatte schon Halsschmerzen. Dann am nächsten Morgen halt auch. Und dann habe ich aber sofort so auf Stopp ge gedrückt, quasi. Und habe mich super krass ausgeruht. Ich habe extrem viel getrunken. Ich habe eine ganze Ingwerknolle weggefressen gestern. Und ich habe schön Zink- und Vitamin-D-Tabletten zu mir genommen. Und, ähm, und wirklich abends ging es mir schon deutlich besser. Und ich habe richtig viel mit diesem antiseptischen Zeug gegurgelt. Das hilft richtig krass bei Halsschmerzen. Musst du machen, Julia. Was ist das? Antiseptisches Zeug? Ach so, äh, das Mundspülung. Was, ähm was ja, ich hatte für mein okay. Loch im, im ich habe ja jetzt alles ja. da weißt du ich, ich bin ja immer krank <laughs> wunderbar ja also ich habe ähm, alles gemacht was man glaube ich nicht tun soll wenn man anfängt sich krank zu fühlen den ganzen Tag Sport gemacht die letzten drei Tage ja nicht so gut ne Herzmuskel ja. aber es geht tatsächlich Herzmuskel, langsam wieder yes, Herzmuskelentzündung lass nicht darüber reden das wird nicht calling. passieren ja. no I'm feeling better already ja, okay, na gut. Ja, ich halt auch und deswegen war ich jetzt beim Sport und habe wirklich nur eine kleine Einheit gemacht und wenn ich morgen früh aufwache mit Fieber, dann kotze ich im Stadio, ja, gar keinen Bock drauf, weil über, übermorgen hey. fliege ich schon in Urlaub. Stell mal vor. Und du hast mir immer noch nicht gesagt, wohin. Und ich finde das so frech von dir. Du hast nicht mal meiner Familie erzählt, <laughs> wo du hinfliegst, als du die am Freitag getroffen hast. Und Matthias auch nicht. Das heißt, ich kann es nicht mal aus denen rausquetschen. Ja. Was soll die Scheiße? Weil ich wusste, dass es an dich weitergetragen wird, wenn ich es denen erzähle. Und ey, Alter, deine Familie war krass hartnäckig. Also Matthias war schon so richtig, der hat richtig gebohrt und war dann schon so himmelsrichtungmäßig am Abfragen und Flugstunden und sowas. Mhm. Und, ähm, und deine Mutter. Ja, das gehört sich auch so. Alter. Deine Mutter hat nicht locker gelassen. Über diese ganzen fünf Stunden, die wir quasi nebeneinander saßen, hat die immer wieder mit diesem Thema angefangen. Und deine Eltern haben mich noch nach Hause gefahren, ne? vom Studio in Köln aus. Und selbst da Hä? bei der Verabschiedung haben deine Eltern mich nochmal gefragt, wo ich hinfliege. <laughs> Und da wird es ja nett sein. Du hast es sein. Eben wirklich nicht gesagt. Ich, so, nee, du kann bist ich nicht Echt machen. richtig asozial. <laughs> nee, ich, ich habe im Podcast gesagt, ich sag's dir nicht, es wird eine Überraschung in der, in der nächsten Folge, wenn ich schon dort bin. So. Und das muss ich auch halten. Ich muss ja meine Versprechen halten. Na gut, ich habe sogar eine Vermutung, wo du hinfliegst, aber ich sag's dir auch erst in der nächsten Folge. Na okay. Dann sagst du in der nächsten Folge, weil in der nächsten Folge werde ich schon dort sein, sagst du erst eine Vermutung mhm. und dann löse ich's auf, okay? Okay, machen wir so. Aber ich habe tatsächlich auch so ein, zwei Tipps für dich, ähm, sogar heute ähm, mir aufgeschrieben, die ich dir nennen könnte, um es ein bisschen oh. einzugrenzen. Okay, I take it. Ja, aber da reden wir erst später drüber. Oh Mann! <laughs> Weil ich habe immer noch nicht über dieses Thema geredet, womit ich eigentlich in diese Episode einsteigen wollte. <laughs> okay, dann lass uns das mal schnell machen. Okay, ja, yeah. ja. Also, bist du ready? Ja. Jetzt fängt okay, die Folge ist. erst an. <laughs> oh, okay. Spaß. Okay, ja. Hast du noch deine Gitarre? Ja. Wo ist die? Im Nebenzimmer. Also, aber du brauchst sie ja nicht mehr, oder? Nee. Hast du die Lust, mir zu geben? Weil ich habe mega Bock, Gitarre zu lernen. <lacht> <lacht> das ist nicht dein Ernst. Doch, weil... Ich muss, ich komme da auch nochmal später drauf zu sprechen, aber ich habe früher richtig... Ähm, viel Gitarre gespielt. Mein damals bester Kumpel in der oh. Schule, der konnte schon richtig gut Gitarre spielen, hat auch so E-Gitarre und sowas gespielt und der hat mir das beigebracht. Und ich war eigentlich voll gut darin. Ich konnte das voll gut. Ich hatte sogar schon so Hornhaut auf meinen Fingerkuppen, womit ich die Saiten dann so richtig ohne Schmerzen quasi bedienen konnte. Oha, okay, ja. krass. So das, Level das heißt, war du hast ich. echt viel Gitarre gespielt. Ich habe viel Gitarre gespielt. Also, okay, Joey, ich, ich würde sie dir geben. Allerdings gibt es, glaube ich, einen Haken. Was Ich habe ja wirklich sehr, sehr kleine Hände, ne? Das weißt du ja. Okay. Oh nein, du hast so eine Babygitarre. <laughs> ich habe halt die absolut kleinste Kindergitarre, die es in diesem ganzen <laughs> Musikstore gab. Scheiße. Ja, okay. ist mit, halt mein, wirklich mit meinen Alienfingern. Ist das echt so? Ist das wirklich eine Kindergitarre, die ja, du dir ah, gekauft hast? Ja, ich schwöre, es ist eine Kindergitarre. Boah, das die ist, echt ist peinlich. wirklich super klein. Also die ist nicht so klein wie eine Ukulele, aber es ist halt eine Kindergitarre. <laughs> aber ich kann sie dir wirklich gern geben. Ich weiß nur nicht, ob du da überhaupt drankommst. Mit aber gut, deinen eine Ukulele ist ja auch klein und die kann man trotzdem bedienen, von daher, es muss ja schon irgendwie gehen, ist wahrscheinlich ein bisschen umständlicher, aber bevor ich mir jetzt selber für irgendwie, keine Ahnung, wie viel Euro sowas kostet, eine eigene kaufe und die dann wieder nur eine Woche nutze, wäre es ja ganz mhm. gut, wenn ich deine nutze, die du eh nicht brauchst. Okay, ja, dann kannst du gerne eine Woche meine Kindergitarre benutzen und sie dann in deine Ecke stellen. <laughs> nee, ich geb die dann <laughs> irgendwann wieder, okay? Ja. <laughs> herr aber stell mal Mit vor. Mit dem E-Piano dann, oder was? <laughs> Ja, aber vielleicht werde ich okay. ja jetzt, vielleicht werde ich ja doch noch äh, mal jetzt Musiker und strebe so eine Musikkarriere an, wenn ich das jetzt auf einmal ja. wieder für mich entdecke. Und dann, oder ja, ich spiele so auf Partys sein. immer so wonderworld von Oasis am Lagerfeuer mit und alles. Mit meiner Kindergitarre. <laughs> <laughs> dann sitzt du da immer so mit so einem Mini-Ding. <laughs> ja, okay, ich bringe sie dir mit. Morgen. So. Kommst du morgen kurz vorbei, bringst du mir die Gitarre? <laughs> Könntest du eigentlich nee, machen. Ich fahre mit, fahr mit dem Zug wahrscheinlich nach Köln, also sorry. Ähm, da kann man kostenlos Gitarren mitnehmen übrigens. Muss man nicht extra zahlen. Ja klar, und dann soll ich vom Kölner Hauptbahnhof zu dir nach Hause tuckern und dann wieder zurück zum Hotel tuckern? Ich kannst weiß ja, ja nicht. Aber du kannst ja auch Uber nehmen, Julia. So, so schlimm ist es ja jetzt. Bezahlst wohl nicht. du mir das Uber? Du kleine Mistkur, pass mal auf hier. Jetzt muss ich aber <laughs> mal schimpfen mit dir. Also. Leute, ich war ja letzte Woche am Freitag mit live bei Let's Dance. Und, mhm. ähm, und ich habe quasi von Julia so eine Friends and Family Karte oder so. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber quasi Julia hat eine Freikarte bekommen, die ich bekommen habe. Und deswegen konnte ich ja überhaupt dort sein. Ansonsten ist es ja super schwierig, da überhaupt reinzukommen. Mhm. So, und dann habe ich Julia so gefragt am Freitag, ja Julia, wann muss ich eigentlich wo sein? Du hast mir noch nichts gesagt. Und sie so... Ja, wäre eigentlich voll praktisch, wenn du von, äh, wenn du mit äh, Matthias ähm, von der Kölner Innenstadt einfach dorthin fährst. Ähm, mhm. Sei einfach dann und dann am Savoy Hotel. Und ich so, all right, gonna do that. So, dann bin ich mit Wolfgang vorher noch in der Stadt gewesen und Poppy. Und äh, wir waren Kaffee trinken und so, bisschen shoppen. Und dann bin ich, ähm, bin ich ins Auto rein. Wolfgang ist gefahren, er hat mich am Savoy Hotel rausgelassen. Und ich sitze da an der Lobby und warte auf Matthias. Ich schreibe Matthias: äh, Yo, ähm, bin jetzt da, wo bist du? Er so, hä, steh vor der Tür, wo bist du denn? Ich so, naja, an der Lobby, als ob ich jetzt vor der Tür warte. Und er so, hä? Wie ich dachte, du stehst mit einem Auto vor der Tür. Ich so, hä, warum nicht Auto? Ernst. Ich so, warum denn Auto? Ich dachte, du nimmst mich mit. Das hat Matthias mir gar nicht erzählt. Ja, und dann sagt Matthias so, hä, Ach, ich du dachte, du nimmst mich mit. Und, und wir gucken uns beide so an, verdrehen unsere Augen und sagen, Julia. <lacht> <lacht> Boah, es war so typisch. Ich hab nicht gesagt? Hä, ich habe dir doch sogar geschrieben, du kannst Matthias mitnehmen. Nein, du hast einfach nur gesagt, ich soll dann, dann am Hotel sein und dann kann ich mit Matthias das hinfahren. Das glaube ich dir nicht. Doch. Das glaube ich dir nicht. Oh, ne, doch, doch, ich ja. guck jetzt nach. Nein, das kann nicht sein. <laughs> uh -uh. Uh -uh -uh. Du hast nicht gesagt, dass ich mit meinem Auto dorthin fahren soll und Matthias einladen soll. Du meinst einfach nur, ich soll dann am Hotel sein. Oh ja, scheiße. Mhm. Ich habe geschrieben, willst du einfach mit ihm zusammenfahren? Ja. <laughs> Okay, und ich dachte, das klingt schon so, als würde er dich mitnehmen. Ja, Upsi. ja ähm, Ja, tu, tut tu mir leid. Ja, und dann mussten wir uns nämlich vom Savoy Hotel eine Uber nehmen zu der Scheiße, <laughs> obwohl Wolfgang mich fünf Minuten vorher dort abgesetzt hat und uns einfach dort <laughs> hätte hinfahren können. Es war so dumm, so <laughs> 30 ja, Euro ins Sand gesetzt. Das kommuniziert ihr auch nicht miteinander? Ja, weil ich dachte, Julia hat geklärt. Was soll ich da noch weiter kommunizieren? Wir haben ja schon abgemacht, oh wann Gott. wer vorm Hotel ist. Ja, okay, das ist leider tatsächlich der Fall, dass es absolut meine Schuld ist. Ja, aber es ist okay. Ich bezahle meinen Uber selbst. <lacht> <lacht> Obwohl, nee, ganz ehrlich, du kriegst eine Gitarre von mir umsonst. Ja, na und du brauchst du eh nicht mehr, dann gilt, dann gilt das ja, nicht mehr. Ja, stimmt, auch wieder. <laughs> ja, okay. Hast du genommen. an dieser Stelle. Könntest du wirklich machen, weil eigentlich wollte ich es nicht sagen, aber Julia, ich habe halt morgen Geburtstag und dann könntest du mir echt wenigstens mal die Gitarre vorbeibringen. Oh mein Gott, Joey. <lacht> <lacht> ist morgen der 22. März? Ja, morgen ist der 22. März. Leute, heute ist Dienstag, es ist 1939 oh übrigens. Oh Gott! Oh Leute, eine peinliche Situation nach der nächsten hier in diesem. Po äh, das wusste ich, ich wollte. Ähm. Das ist okay, Julia. Nein, ich wusste das. das ist, yeah, ich habe gerade yeah. extra so reagiert, weil ich dich eigentlich überraschen wollte. Also kommst du morgen vorbei mit dem Opa und bringst die Gitarre vorbei für Kinder? Ja, du brauchst meinen. Ja, okay, mach ich. <laughs> Ey, ja, aber das, das war nur Spaß, ne? Du brauchst echt nicht vorbeikommen für die Gitarre. Ich, ich nutze das eh nicht mehr. Ich fliege am Freitag ja weg. Also, ich werde diese Gitarre eh nicht mehr brauchen. Joey, du denkst doch jetzt nicht wirklich, dass ich morgen jetzt nicht an deinem Geburtstag vorbeikomme und dir die Gitarre bringe, oder? Ja, aber das war. Es, ich, es hat jetzt nur so gut gepasst, weißt du? Um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, du musst es wirklich nicht machen. Ja, okay. Du wirst das eh machen, ne? Okay, wir sehen uns ja morgen. <laughs> aber dann bitte auch mit Benjamin Blümchentorte, okay? <laughs> oh, kannst du jetzt aufhören? Okay, jetzt habe ich überhaupt gar kein Überraschungspotenzial mehr. Nee, pass auf, ich besorge die Blümchentorte und du die Gitarre. Und dann haben wir hier bei. Nee! Beide. Wieso nicht? Zu seinem Geburtstag. Du besorgst backt man doch, doch keine Torte. Nein, die anderen backen für dich an deinem Geburtstag. Nee, ich glaube so, wenn man so Gäste empfängt, dann muss man denen ja auch irgendwas bieten. Dann habe ich die, die Torte für dich und du hast G Gitarre. Joey, darf ich bitte die Torte mitbringen? Das wäre mir sonst echt asozial peinlich. Ja, okay, dann hätte ich aber gerne Donauwelle. Und zwar selbst gebacken. Oh. Nein, Spaß. Okay. Meine Lieblingstorte ist die Benjamin Blümchen-Torte. Mhm. Okay, ich sage jetzt nichts mehr. Reicht jetzt an dieser Stelle. Okay, haben wir das doch geklärt. Habe ich ab morgen eine Gitarre, ja. das ist doch super. Wundervoll, ja. Das Zubehör auch nicht vergessen, falls du noch so einen Teil hast, um diese Seiten so ähm, zu, zu abzudrücken und so, ich weiß nicht, wie man das nennt und auch so um die Kala nee, Gitarre aber zu ich habe eine Gitarrentasche. Ja, ja kannst du mir auch mitbringen. Dann geht's wenigstens nicht Und so einen kaputt. Ständer habe ich auch. Ständer habe ich. <laughs> aber auch für eine Kindergitarre? Nee. Die das fällt bei deinem grade, nachher durch. Weißt du, was, Julia, das sollte gerade so ein ekliger perverser Witz sein, weißt du, aber du hast ihn nicht verstanden. Also. Nee, hab ich nicht. Ich dachte nicht, dass du mir jetzt erzählst, dass du einen Ständer hast. Ja, aber ich habe dann auch gemerkt, dass ist irgendwie voll unangenehm und cringe, deswegen wollte ich es auch gar nicht mehr aufklären, aber egal. Ja, toll, ich stehe hast dazu. Du trotzdem gemacht. <laughs> Sehr gut. Okay, so. so. Haben wir das doch abgefrühstückt. Erzähl mal, mhm. wie ist es so? Wie geht's dir so? Mir geht's besser. Als? Nach letzter Woche Freitag. Ach so, ja. Okay. Weil Joey, ja, also nochmal, um, um auf das Thema sprech, äh, zu sprechen zu kommen. Ich kann schon wieder nicht mehr reden, obwohl ich eigentlich gar nicht so fertig bin gerade. Ja, du siehst fresh aus. Verrückt, verrückterweise. Na, naja, ich habe sehr viel Concealer drauf und ich habe trotzdem Augenringe. Naja. Perfect. Joey war ja am Freitag bei Let's Dance dabei und wie ich schon erzählt habe, tanzte ich eine Rumba und ich war als allerletztes dran. Boah, das war auch so nervig, ne, dass ich mir das, das alles so richtig antun musste, <laughs> nur dafür, Hä? dass du am Ende kommst. <laughs> ja, ich konnte nicht mal kurz unaufmerksam also, sein. wenn ich am Anfang dran gewesen wäre, wärst du nach meinem Auftritt gegangen oder was? Ja, das stimmt, das wäre eigentlich, also, ich hätte ja so oder so dabei sitzen müssen, ne, ist ja cool. Ja, eben. <lacht> <lacht> nee, aber Leute, ohne Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt oder nicht. Aber falls ihr es gesehen habt, Letzter Platz ist nicht so mein Ding. Meinst du <laughs> daran so mein lags? Ding. Meinst du, es war einfach nur, weil du ähm, letzte warst? Es war, es war so eine Mischung aus vielen Dingen. Ich ähm, habe nämlich so ein bisschen verkackt und ich habe auch direkt danach zu Joey gesagt, du darfst nie wieder in dieses Studio kommen, <laughs> weil die letzten Wochen lief immer richtig gut und kaum ist Joey in der Halle, verkack ich komplett. Ja, in der ersten ich Show war ich auch nicht da und du warst scheiße. Sorry. <laughs> ja, stimmt auch wieder, hast recht. <laughs> Hast mein Argument gen vernichtet. Nee, aber ähm, irgendwie wa war Freitag wieder so ein bisschen der Wurm drin. Ähm, ich war todesaufgeregt und ich weiß auch ganz genau warum. Ich kann es dir zu 100% nachstellen, eigentlich. Okay, jetzt bin ich äh, gespannt. Sollen wir es erstmal irgendwie kurz erklären, was passiert ist? Ich glaube, also ja. bestimmt ein paar Leute haben es ja gar nicht gesehen. Also. Man kann bei Let's Dance ja 30 Punkte erreichen. Ich habe 19 Punkte bekommen, weil ich an drei signifikanten Stel an drei oder zwei nee an zwei signifikanten Stellen, wo ich alleine war, also wo ich keinen Partner an meiner Seite hatte, wo ich mich festhalten konnte, komplett die Schritte verkackt habe, mein Gleichgewicht verloren habe und fast umgekippt bin aber es hat man so wieder nicht mitbekommen, ne? Also ich muss sagen, ich habe es nicht so, also ich habe zwar gesehen, irgendwie ist nicht ganz so rund wie sonst, aber es war jetzt nicht so, dass du, dass ich gemerkt hätte, dass du dein Gleichgewicht verloren hättest fast oder irgendwie sowas. Hä, an dieser einen Stelle, wo ich da vorne in der Ecke war und äh, da habe ich doch einfach mich selbst sogar noch wieder gefangen, damit ich nicht umkippe. Hast du das nicht gesehen? Muss hast, ich mir du, hast du den Auftritt angeguckt, Joey? Ja, ich war so aufgeregt, weil ich musste die ganze Zeit klatschen und ich musste die ganze Zeit so gleich klatschen und es war gar nicht so einfach. Ey, weißt du, wie mir die Handflächen <laughs> wehgetan haben, weil ich so viel klatschen musste? Es war gar nicht ja, einfach. Wieso hast du denn bei den anderen geklatscht? Du sollst bei mir klatschen. Ich musste bei allen klatschen, aber man fühlt sich auch so richtig gezwungen, so richtig zu klatschen. Weißt du, du hast gar nicht die mhm. Wahl, nicht zu klatschen. Nur deine Schwester. Es war die einzige Person, die manchmal nicht geklatscht hat. Meine Schwester ist einfach so so eine Mut, ne? Meine Schwester ja. ist einfach ein absolutes Meme teilweise. Es ist so krass. Die macht einfach nicht, wenn die keinen Bock hat, macht die nicht. Ja. Die, sie so, <laughs> hat sie bei, bei mir dem? aber geklatscht? Ja, na, also keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit deine Schwester angeguckt und kontrolliert, ob sie klatscht oder ja, aber ich gehe davon aus, dass sie bei dir geklatscht hat. Nächste Woche gebe ich Matthias äh, oder heute. Nee, Freitag gebe ich Matthias die Aufgabe, darauf zu achten, ob meine Schwester bei mir klatscht oder nicht. Ja, sie klatscht schon. Sie war eine Nette. Sie hat mir sogar einen Traubenzucker oh. gegeben. Zwei. Super. Oh. Ja. Ohne ja, es zu habe. Fall. Das ist sehr nett. Mhm. Also, oder übergriffig. Könnte Nein, man auch beide sein. Das war nehmen. meine Rettung, weil, ey Leute, man kriegt in diesem Studio für die ersten, ich glaube, das sind mindestens drei Stunden, kriegt man nichts zu trinken und man darf auch nichts zu trinken mit reinnehmen, geschweige denn zu essen. Und. Boah, wieso habe ich gerade zu trinken gesagt? Man kriegt kein Getränk. Zu trinken. halt Willen, echt, wie peinlich. so ein Kind. Ja. <lacht> <lacht> und, ähm, und man könnte höchstens trinken, wenn man in dieser kurzen Werbepause, die, wenn man dort Gast ist, echt kurz ist, weil man irgendwie von einem Gebäude ins andere rennen muss, ähm, an so einen Automaten geht und sich eine Wasserflasche holt. Aber die darf man dann auch nicht wieder mit reinnehmen. Sprich. Oder du gehst einfach aufs Klo und hältst den Mund unter den Wasserhahn. Ja, genau. Das habe ich mir dann später auch gedacht. Aber ich habe mir wirklich nicht getraut. Aufs Klo zu gehen, geschweige denn was zu trinken, damit ich, äh, weil ich ja dann aufs Klo hätte gehen müssen, weil ich dachte, das schaffe ich niemals wieder in der, in der Zeit äh, zurück ins Studio. Und deswegen ja, habe ich wirklich. Du, du brauchst immer lang, ne? Weil hab, die Werbeminuten, die sind ja eigentlich zehn Minuten oder so. Das ist ja nee, schon lang. Ich glaube, sieben waren das. Ich habe mit Matthias oh. mal so ein bisschen geguckt. Es sind so sieben. Aber okay. ich habe es mir, mir nicht getraut. Ich habe es mir einfach nicht getraut. Und deswegen habe ich einfach die ganze Zeit nichts getrunken. Und du weißt, wie schwierig das für mich ist. Ich trinke eigentlich wirklich wie, so eine, wie ja. so eine Ziege. Ich saufe alles weg. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen auch, dass es schwer für dich ist, nicht aufs Klo zu gehen. Mhm. Aber egal, wir haben da überhaupt nicht drüber geredet. Wir wollten erfahren, was bei dir ja, schiefgelaufen okay. ist. Genau, also ich war am Freitag als Letzte dran und... Ähm hatte so einen super langsamen Tanz und es war so, dass ich einmal mein Gleichgewicht verloren habe und dann die Schritte ein bisschen zu schnell gemacht habe, also außer Takt und einmal war ich alleine und musste so eine so eine Lunch Bewegung machen, also wie so ein so ein Lunch Was ein Lunch? Also Mittagessen. Nee, nicht nicht Mittagessen Lunch, sondern diese Lunges, so wie beim Sport. Wenn du so nach vorne gehst mit runter, weißt du, das eine Bein gestreckt nach hinten und das andere angewinkelt nach vorne. Ausfallschritte meinst du? Oh ja, dann halt ein Ausfallschritt. Okay, ich muss einen Ausfall. Es klingt so scheiße, Ausfallschritt. Ja, ich besser muss einen als Ausfallschritt Lampen. machen und habe dabei mein Gleichgewicht verloren und bin so zur Seite und musste mich dann wieder fangen. Ja, so. okay. Und dann ging es aber ganz normal weiter. Deswegen habe ich ähm, in Anführungszeichen nur 19 Punkte bekommen und ähm, ja, war sehr enttäuscht darüber, weil ich weiß, dass es hätte besser laufen können und dass es eigentlich, ja, im, es lief immer gut. Es lief nie so schlecht wie in der, in der Live-Show, aber ist auch egal. Ähm, es war so krass, weil ich war die ganze Zeit nicht aufgeregt und dachte mir so, ja, nee, heute wird gut, ich bin guter Dinge, ähm, ich fühle mich nicht so unsicher wie sonst immer da kann ich doch auch einfach mal meine Familie oder euch angucken vor der Show, weil das habe ich konsequent die ganzen Shows über nicht gemacht, weil ich wusste, das wird mich aus dem Konzept bringen. Hm. Deswegen habe ich immer nur meine Familie angeguckt, sobald ich sobald mein Auftritt vorbei war und danach habe ich hallo gesagt und gewunken, aber ich dachte halt so, ja, okay, wäre mega kacke, wenn ich das jetzt nicht mache, weil ich bin als allerletzte dran, das heißt, ich kann euch eigentlich gar nicht hallo sagen. Ja. Ja, wir haben fünf so. Stunden gewartet, dass du überhaupt mal in unsere Richtung geguckt hast. Naja, ich habe halt am Anfang der Show hab ich in eure Richtung geguckt, aber da hast du mich nicht angeguckt in ja, dem perfekt. Moment. Ich habe gewunken, aber naja, egal. War auf jeden Fall mein Fehler Nummer eins, weil ich danach halt. Das, das Ding ist, es ist in meinem Kopf so, sobald ich das Bild vor Augen habe, dass ihr da sitzt, ist es halt in meinem Kopf und ich weiß, okay, die sitzen da gerade. Weißt du, wenn ich euch vorher nicht gesehen habe, dann seid ihr für mich gar nicht da und dann ist es irgendwie einfacher. Ja, ja. Weil ich dann einfach gar nicht nervös werden kann, weil ihr seid ja nicht da. Ich habe das Bild ja gar nicht vor Augen, weißt du? Aber wieso bist du nervös bei mir und deinen Eltern und Matthias? Das sind doch die, die dich no matter what happens supporten, weißt du? Ja, ich weiß, aber irgendwie, weil, weil ihr so bekannte Gesichter seid und ich weiß, dass ihr echte Menschen seid, deswegen weiß ich so, okay, ihr <laughs> guckt gerade zu und ich will es ja auch gut machen, weißt du? Ja, die anderen können ja auch so Puppen machen. sein. Nee, ja, ey, es klingt total bekloppt, aber... Wenn ich in fremde Gesichter gucke, so, dann, ja. dann gucke ich halt nur über so eine Gesichterfläche und das ist irgendwie was anderes für mich, als wenn ich euch anschaue. Ja, kann ich aber verstehen. Und ich freue mich dann auch, dass ihr da seid und dann kribbelt so und dann werde ich aber noch aufgeregter dadurch. Okay, also warst du dann wirklich die ganze Show von Anfang an aufgeregt, weil du schon am Anfang in unsere Nein, Gesichter geguckt nee, hast? Nee, nee, das nicht. Ähm, aber ich habe das gemacht und dann habe ich auch noch mir die ganzen Auftritte von den anderen angeguckt was ich normalerweise auch nie mache wenn ich vorher dran also wenn ich ähm, bevor ich dran bin gucke ich mir eigentlich keinen Auftritt genau an und höre nie genau hin was die Jury sagt und diesmal war ich aber die letzte und deswegen dachte ich so ja okay dann ähm Gucke ich jetzt halt trotzdem und hör zu, so weißt du? Normalerweise gucke ich dann immer so ein bisschen mhm. durch die Gegend oder versuche so nicht so richtig darauf zu achten, was die Jury kritisiert, damit ich mir nicht irgendwie einen Floh in, äh, in Hals, in Kopf setzen lassen kann. So. Ja. Und ähm, dann habe ich aber diesmal halt geguckt und ähm, dann war halt, kam halt so ein bisschen alles zusammen. Erstens hatte ich das Bild vor Augen, wie ihr da sitzt. Dann. Lief es bei Mimi, der vor mir dran war, super schlecht und ich dachte so, oh Gott, der Arme, ach du Scheiße, es lief jetzt gar nicht gut. Ähm, und das hat mich dann irgendwie aufgeregt gemacht, dass ich so dachte, okay, jetzt muss es richtig gut werden. Und dann war es auch noch so, dass wir das Finale waren, also die letzten und es letzte Woche so gut lief, dass ich mir dachte, jetzt muss es richtig gut funktionieren. Und das i-Tüpfelchen war noch, dass in der Matz, also dieser Einspieler, der vorher kommt, den können wir im Studio ja mithören. Also, den sehen wir ja im Studio auf den Leinwänden ja. auch. Da habe ich selbst gesagt: Ja, ähm, dieser Tanz ist jetzt. Was habe ich genau gesagt? Ich weiß es nicht mehr genau. Der, der Tanz ist für meine Eltern und deswegen ist es mir besonders wichtig, dass der gut wird. Oh nein. Und da hast du dich dann voll Und reingesteigert. das habe ich gehört. Das habe ich gehört und dachte mir so: Fuck my life. Ich weiß ganz genau, dass ich jetzt richtig hart aufgeregt bin und das verkacken werde. Weil ich das gerade von mir selber gehört habe und dann hatte ich noch das Bild vor Augen, dass ihr da gerade sitzt, und dann war alles vorbei. Da war ich plötzlich so aufgeregt und dachte so scheiße, 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 scheiße. Und ähm, war überhaupt nicht mehr fokussiert. Und dafür, dass ich so unfokussiert war, hat es immer noch ganz gut geklappt. Aber deswegen konnte ich mich halt nicht die ganze Zeit so richtig auf meine Körperspannung und sowas konzentrieren, was bei mir immer so das number one problem ist. Und ohne Körperspannung kannst du halt überhaupt gar keinen Tanz machen. Da Funktioniert halt nichts. Ja, ja. Ähm, ja, so dass die dann halt an manchen Stellen weg war. Und ich schwöre, Joey, in den letzten 30 Sekunden Distanz, ich habe so hart gezittert. Ach, meine Lippe hat richtig hart gezittert, <laughs> weil ich die ganze Zeit dachte, fuck, 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 fuck. Ich habe gerade zwei richtig wichtige Stellen verkackt. Ich werde gleich auseinandergenommen. <laughs> Boah, das kenne ich aber so gut es mit war der richtig deine krass. Ober deine Oberlippe hat so gezittert, ne? Ja. Boah, ja, meine das habe ich oft. Ich höre, das, hat, das hat sich angefühlt, als würde das jeder in diesem Raum sehen, weil das hm. so also das hat sich vom Gefühl her so angefühlt, als wäre das so ein richtig <laughs> <laughs> obwohl es wahrscheinlich niemand gesehen hat und Joel auch nicht. Aber ich dachte die ganze Zeit so, oh mein Gott, der guckt mich gerade an und denkt sich, was ist mit ihrer Lippe? <laughs> wenn, man <die> dann, <laughs> wenn man die dann auch noch so aus Nervosität dann immer so selber so runterdrücken will, damit dieses äh, Zucken aufhört, ne? Und dann guckt man und dann denkt man sich so, boah, der zieht sich jetzt, zieh, jetzt zieh ich bestimmt noch beschissen. Aus, als wenn die, so, ja. die Lippe einfach äh, zucken würde. Naja, ich musste ja die ganze Zeit lächeln während des Tanzens so, und deswegen habe ich die ganze Zeit versucht, noch krasser zu lächeln, damit es nicht so doll zittert, aber <laughs> es hat überhaupt nicht funktioniert. <laughs> aber ich glaube, man hat es nicht gesehen. Es ja, war ich hab's nur auf, vom Gefühl her so? Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Ich saß ja quasi, also du, du standest mit dem Rücken zu mir. Deswegen habe ich hab nicht deine äh, zuckende Lippe ja, sehen stimmt. können, leider. Ich muss mir das nochmal online Boah. angucken. Ja, es war während dem Tanzen. Nach dem Tanz war es dann vorbei. Ach so, Mit dem Zucken. okay. Weil da wusste ich dann ja, hm, cool. Und ey, ohne Spaß, ich hatte wirklich, wirklich Angst, dass ich rausfliege dadurch. Weil ich war die Letzte. Das heißt, ähm, die also davon gehe ich zumindest aus, die meisten rufen ja erst nach dem Auftritt an. Ja. Oder? Ja, klar. Und ich hatte hm, weiß ich nicht. Und die hatten dann ja logischerweise nicht mehr so viel Zeit für mich anzurufen wie für andere. Und ich war punktgleich mit drei anderen im Mittelfeld. Und Mittelfeld ist ja wirklich immer so das Gefährlichste. Für die Untersten rufen alle an, weil sie sie retten wollen. Für die Obersten, weil sie mega gut waren. Und die im Mittelfeld werden halt manchmal so ein bisschen vergessen. Ja. Und dann dachte ich so, ja scheiße, ich bin jetzt im absoluten Mittelfeld punktgleich mit drei anderen und ähm, bin die allerletzte gewesen. Das heißt, für mich wird ja bestimmt wesentlich weniger angerufen als für die anderen, die früher dran waren. Und das war's jetzt. Ich werde mindestens im roten Licht stehen und vielleicht war's das dadurch, weil ich verkackt habe. Ich hatte so krass Schiss, ne? Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass die meisten oder zumindest, dass die, der Großteil der Leute, die anrufen, schon so ihren Favoriten haben und davon jetzt auch nicht ab, sich abwenden, weil jemand anders mal krass war oder so. Also ich glaube schon, wenn jemand Julia-Fan ist, dann ruft er auch für Julia an und dann halt auch schon bevor, ähm, bevor du tanzt. Aber klar, es gibt dann auch noch die Leute, die so sagen: Nö, ich leg mich jetzt überhaupt nicht fest, ich rufe einfach für den an, äh, der heute am besten war oder den ich am geilsten fand. Aber irgendwann musst du halt auch mm. dich festlegen. Von daher, du hast schon, glaube ich, eine ganz gute Fanbase und wurde dir ja dann auch bewiesen, weil du standest nicht mal im roten Licht. Bist einfach so durchgehuscht. Ja, das war wirklich krass. Also nochmal vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr alle für mich angerufen habt. Ihr habt mir wirklich den absoluten Arsch gerettet. Wolfgang, richtig oft ähm, für dich angerufen. Oh, danke. Ja, weil er nicht mit ins Studio konnte. Da dachte er, muss er jetzt wenigstens so seinen Zweck erfüllen. Ja, das ist sehr lieb. Ich glaube, er hat mir auch den Arsch gerettet. Aber wirklich, ich hatte echt Schiss. Und ich bin so erleichtert. Und ich glaube, diese Woche wird auch wieder besser. Also, ich bin guter Dinge. Okay, sehr gut. Aber jetzt nicht die Latte noch höher setzen. Es wird gut und alles sonst ist. Nee. Also, ich werde. Nicht fast hinfallen, hoffentlich. Okay. Gut. Es kann ja nur besser werden, was das angeht. Ich musste jetzt auch noch was dazu erzählen. Pass auf, ich hatte ein mhm. ich habe, was habe ich gesagt? Ich habe ein Erfolgserlebnis der Woche für dich, Julia. Also meins. Mhm. Aber es, wir kommen, wir spannen den Bogen gleich wieder zur Let's Dance zurück, keine Sorge. Also, ich habe einen Friseurbesuch gestern gehabt und er war total klasse. Er war einfach mega, Julia. <laughs> Das passiert nicht aus. Der auf? Besuch oder deine Frisur jetzt? Beides. Guck mal, ich drehe mich mal so zur Seite. Siehst du ja, die sieht Seiten? Super aus. Wow, oder? Richtig geil. Und okay, auch jetzt meine. Jetzt mal ganz ehrlich, sieht wirklich mega smooth aus. Mhm. Sie ist voll, voll der gute Übergang. Ja, das war nämlich die gute Lisa. Und Lisa ist schon meine Friseurin seit 2019. Und die war aber in Babyzeit. Lisa ist back. Ja, die oh, war doch in Babyzeit. Lisa ist back. Lisa ist back. Auf einmal ist sie wieder no da. Way. Ja, Echt Richtig jetzt? geil. Oh mein Gott, ich glaube, sie hat dich erhört. Äh, ja. Nach dem letzten Mal wusste ja. sie okay ich bin zu lang weg gewesen Joey braucht mich wieder es ist wirklich so und am Anfang war es auch kurz so awkward weißt du weil wir kennen uns ja eigentlich schon total gut sind voll das eingefleischte Team aber dann war es auf einmal wieder so als würden wir von 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 null anstarten von null starten und dann war es wieder so, okay, über was reden wir jetzt? so, Auf welcher Ebene waren wir nochmal? Aber dann ist es geflutscht, Julia. Es war einfach klasse mit Lisa. Hammer, super. <laughs> ja, richtig boah, geil. Julia, das freut wirklich, nicht. das war so ein geiler Termin, weil ich einfach so richtig. <laughs> okay, also ich habe noch nie jemanden so euphorisch <laughs> über seinen Friseur-Termin reden äh, hören. <laughs> es ist halt also auch über das Ergebnis okay, aber der Termin selbst. <laughs> Nein, das ist halt auch nichts, nichts krasses passiert oder so. ich ist jetzt nicht so, dass ich total mit ihr geweibt habe oder sowas, aber einfach. Dass ich mich mal zurücklehnen konnte und nicht die ganze Zeit in Angst und Schrecken verbringen musste, weil ich den Stress geschoben habe des Todes, dass der jetzt irgendwie was Falsches hier macht. Und es war einfach so ein. Aber, aber wie lange war sie weg? Seit September 2021. Das heißt, so lange, wie wir Poppy haben: anderthalb Jahre. Schon krass. Okay, aber dann ist krass, dass du noch so gechillt warst, weil wer weiß, was in anderthalb Jahren alles passiert. Ey, wir haben über unsere Kinder geredet: ich über Poppy, sie über ihr tatsächliches Kind. Ich wollte gerade sagen, <laughs> welches Kind. <lacht> <lacht> ähm, nee, und es hat total, also war ja, wie früher einfach. Ich habe mich total gefreut und Schön. ich musste mich nicht stressen. Ich konnte mich zurücklehnen und wusste, Lisa macht ihr Ding und es wird einfach gut aussehen und genauso war es auch. Und Toll, das freut mich. Und, und es war super. Auf jeden Fall hat Lisa zu mir gesagt: Ja, ähm, ich, ähm, äh, ich ich gucke ja jede Woche Let's Dance, weil ich bin der absolute Hardcore-Let's Dance-Fan, seit es das gibt, weil sie auch selber Aha. tanzt und so und sie ist halt so richtig im Game drin. Und sie mhm. meint so, ja, ich habe jetzt auch gesehen, ne? Die eine, die da mitmacht, die Julia, die, ähm, die hat ja was mit dir zu tun. Ihr macht ja zusammen Podcast, habe ich gesehen. Krass. Mhm. Und dann meinte ich so, haben halt ein bisschen über dich geredet. Und sie so, ich glaube, die kommt richtig weit. Also ich, ich kenne ja wirklich alle Staffeln oh. Let's Dance und ich glaube, die wird noch echt weit kommen. Äh, da brauchst du dir keine jetzt, Sorgen jetzt machen. Jetzt sag das nicht zu Julia, ich Nee, ich sag das jetzt einfach mal, damit du mal dich entspannen kannst, weil wenn Lisa das sagt, guck mal, wie, wie fast für eine krasse Frisur die mir geschnitten hat und was für ein tolles Erlebnis äh, okay. die mir bereitet Stimmt. hat. Lisa kann richtig gut Haare schneiden, wenn sie <laughs> sagt, ich komme weit. Dann kann ich jetzt chillen. Ja, nicht nur gut Haare schneiden, sondern auch mir ein tolles Erlebnis beim Friseur bescheren. Stimmt das auch noch? Ja, das ist ein Talent. Oh, das, freut, das freut mich natürlich, dass sie das sagt, aber ich muss mir da, dafür, dass ich weit komme, halt schon noch ordentlich den Arsch aufreißen. Ja. Aber das werde ich tun, weil das ja. ist mein Ziel. Ich würde wirklich richtig gerne super weit kommen, weil es macht so viel Spaß. Lisa ruft It's auch insane. an für dich, bestimmt. Das ist leb. <laughs> Ich habe keine Ahnung, ob sie für dich anruft, Julia. Das ich Soll so sie gesagt. bitte. <laughs> Gut. Ja, muss sie auch, weil falls du das hörst, bitte ruf für mich an. <laughs> sie muss halt auch anrufen für dich, weil ähm, ich kann ja jetzt nicht mehr anrufen für dich für zwei Wochen. Scheiße. Ich rufe nicht aus dem Ausland Stimmt. für dich an, Joja. Das wird zu teuer. Ja, das ist ein bisschen too much. Ja. Und ich glaube, ich naja, kann es nicht mal okay. gucken. weil. Nee, ich glaube auch. Ja, weil RTL <laughs> Plus hat doch so eine blöde Ländersperre da, ne? Aber du kannst dir so ein VPN-Zeug holen. Man muss ja dafür bezahlen. Also so viel bist du mir jetzt auch nicht wert. <laughs> Aber für die Anrufe oder was? <laughs> Nein, ist okay. Ich filme dir den Auftritt ab und dann kannst du es dir am nächsten Tag angucken. So wichtig ist es dir wahrscheinlich auch nicht, oder? <laughs> Na, naja, also deinen Tanz würde ich schon gerne sehen. Aber jetzt, gut, ich also ich muss jetzt wieder. aber nicht die ganze Sendung jetzt im Urlaub verfolgen. Das Ding ist, ich habe ja auch Zeitverschiebung Warte mal, das ist ja dann. Wie viel denn eigentlich? Ja, wenn ich dir das jetzt sage, Julia, dann weißt oh. du ja direkt, wo ich bin. Obwohl. Du ja, das war bist jetzt auch, ein bisschen auffällig gefragt. Du bist doch geografisch eh nicht so ganz so die Fitte, oder? Wenn ich dir jetzt sage, wie viel nee. Zeitverschiebung? Du wirst es wahrscheinlich nicht mal ob ja, ich nach Westen oder nach Osten es mir dann eigentlich fliege Ich sagen. Du bist so eine blöde Kuh. <laughs> aber ein bisschen recht hast du halt. Ja, erzähl, wie viel? Ach nee, ich, nee das kann ich dir noch nicht sagen. Aber ähm, ist, seid ihr vorne in der Zeit oder hinten? Das kannst du mir sagen. Weil ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Also, du meinst ähm, in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Naja, ihr seid immer in der. G also, ja. Wir sind in der. Oh, soll ich dir wirklich sagen? Okay, wir sind in der Vergangenheit. Okay, das passt dann, glaube ich, zu dem, was ich denke. Oh, Scheiße! <laughs> soll ich noch die ich anderen mich Tipps jetzt sagen? Ich vollkommen vertue? Ja. Okay, also erster Tipp, es ist nicht Asien. Warm? Huhu. Nee, das ist ja klar. Also wenn ich irgendwo kaltes, ja. in irgendwas Kaltes fliegen würde. Okay, ich denke, ich habe mir auch gedacht, dass es nicht Asien ist. Okay. Es ist auf jeden Fall raus aus Europa, also nicht in Europa. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Und, also bei diesem Tipp würde ich jetzt sofort wissen, wo es lang geht, aber es ist, wir fliegen in einem Airbus A330. Und damit kannst du wahrscheinlich nichts anfangen. <laughs> Nein, Mann, natürlich nicht. Obwohl, der ist für ähm, Kurz-, Mittel- und Langstrecke geeignet. Von daher ist es eigentlich auch, kann überall hingehen. Ach so, ja, okay. Ja. Ich habe schon alles über dieses Flugzeug herausgefunden, was ich rausfliegen konnt, äh, herausfinden konnte, bevor ich drin sitze. Ja. Oh mein Gott. Ja. Am Ende kannst du den Stewardessen noch äh, helfen und denen zeigen, wo was ist. Ah, Die Klappe, die ist da hinten, die sie suchen. <laughs> ja, genau. Ja, sehr ja. gut. Okay, ich muss aber auch noch ganz kurz was zu letzten Freitag erzählen also ich bin ein bisschen sauer weil ich wurde nicht einmal gefilmt und wolfgang hat zu mir gesagt ich war nicht Warum einmal im Fernsehen nicht? richtig doof meine meine Familie wird immer gefilmt. Wurden nur die gefilmt? Ich glaube, es lag daran, dass du ja in dieser Matz darüber geredet ah. hast, dass deine Eltern schon so lange zusammen sind und dass du das Lied mit deinen Eltern verbindest. Ja, und deswegen wurde halt sein. natürlich auch deine Familie gefilmt, anstatt ich. <laughs> Wäre voll random, ja. wenn ich dann so die ganze Zeit zugesehen so <laughs> werden würde. Ja. ja, okay. Die haben dann wahrscheinlich die ganze Zeit nur auf meine Eltern gehalten, ne? Ja, aber weißt du, meine Oma hat extra geguckt, dafür, dass ich nicht zu sehen war. Boah, es tut mir scheiße. leid, Oma. Na super. Ja, musst du wohl nochmal kommen. Obwohl, okay. ich weiß nicht, ob ich das will. Nein, Doch. Spaß. Ich gucke dich einfach vorher nicht an und dann wird alles gut. Na gut, okay. Sehr gut. Dann Wenn du, du dann überhaupt noch, mal noch mal. drin bist. Ich, ich will wollt jetzt weg. Sagen, Ich wollte es <laughs> gerade sagen, aber du bist ja jetzt zwei Wochen weg. Scheiße. Obwohl, ja, genau. in ähm, zwei Wochen ist eine Woche Osterpause. Ah ja, okay. Aber zwei Wochen weiter muss ich trotzdem noch kommen. Ja, ja, kriegst du ja. hin. Kriegst du hin, Julia. Boah, uh. weißt du, was mir schon wieder für eine Scheiße passiert ist? Na, nee, warte mal, das haben wir schon. Sorry, diesen Einspieler können wir jetzt trotzdem bringen, aber an dieser Stelle habe ich schon drüber geredet, ohne diesen Einspieler zu sagen. Naja, egal. Wundervoll. <laughs> bin krank, wollte ich sagen. So, fertig. Hä? Das war das, was du jetzt erzählen wolltest? Ja, weil das mich nervt, dass ich nicht so richtig krank bin, aber auch nicht richtig gesund bin. Ich bin in so einem Zwischenkrankheitszustand, weißt du? Ja, besser als richtig krank. Ja, und ich acte jetzt einfach so, als wäre ich wieder gesund. Und dann geht's schon wieder. Ich glaube, dann werde ich auch wieder gesund. Ja, ist eine Methode, von der ich nicht ganz so überzeugt bin, aber. Mach, Was machst mach du, um mal. wieder gesund zu werden? Einfach tanzen. Ne? Du tanzst so die Krankheit aus dir raus. Ja, genau, ich tanze die Krankheit aus <laughs> mir raus. Nein, ich trinke die ganze Zeit Tee und nehme Halsbonbons. Ganz ehrlich, googeln mit dieser antiseptischen Mundspülung, ja. das ist der Shit, Julia. Okay. Ja. Okay, bist du ready für die knackigsten Fragen aller Zeiten? Fuck yeah. Ey, sag mir solche schlimmen Wörter ja nicht. Das war jetzt auch übel cringe gerade, ne? Ja, war richtig komisch. Okay, Joja, oh erste Frage. Boah, weißt du, was mich richtig nervt? Kennst du das, sorry, ganz kurz. Ja. Kennst du das, wenn du so ein Wort hast, was du oder so ein, so ein Spruch oder was auch immer, den du die ganze Zeit sagst, aber es ist dir selbst peinlich, aber du sagst ihn trotzdem aus Versehen immer wieder? Fuck yeah zum Beispiel oder was meinst du jetzt? Im Moment sage ich die ganze Zeit beim Tanzen, es oh, ist so cringe, es ist so cringe. Ich sag andauernd fucking hell. Fucking wenn irgendwas hell. Nicht, ja, wenn was nicht funktioniert. Und jedes Mal, während ich das sage, denke ich mir schon so: boah, wie cringe ist das gerade? Abbruch. Ich muss Abbruch, aufhören, Julia. das zu sagen und es nervt mich. Abbruch, wir brauchen andere Kopfhörer bei dir. Ich habe nichts gehört. Aber dafür kannst du okay. es gleich nochmal sagen und es ist wieder Überraschung. Und Julia, Alter, ich muss pinkeln wie ein Pferd. Ich gehe jetzt pinkeln, okay? Und du holst in der Zeit neue Kopfhörer. Okay. <laughs> Sorry. Wusstest du eigentlich, dass ich richtig laut schlucken kann? Pass mal auf. Ja, weiß ich, Joey. Du schluckst immer sehr laut. Cool, oder? Das ist so, ja, ein, cool. das ist so ein Hidden Talent von mir. <laughs> es ist absolut nicht hidden. Man hört es jedes Mal, wenn du schluckst. <laughs> ja, was wolltest du mir jetzt erzählen? Fang doch nochmal an. Ich sage die ganze Zeit, wenn was nicht klappt. <laughs> ich kann es gar nicht aussprechen, weil es so peinlich ist. <laughs> ich sage immer wieder fucking hell. Es wäre lustig, wenn du sagen würdest, oh, es ist so fucking hell hier, mach doch mal das Licht aus. Das wäre noch nein. okay. Ich, oh ja, nein, du weißt was ich meine. Ja, Aber immer wenn was, ich glaube, sage ich so fucking fucking hell. Nee, nicht in diesem ich ich auch nochmal, würde das mit mit Akzent. dem Akzent sagen. Fucking hell. Fucking hell. hell. <lacht> 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 Boah, das war nein. das wäre wirklich next level cringe, ja. <laughs> <laughs> nein, ich sage es schon. Fucking hell. <laughs> Nein, das tue ich nicht, aber ich sag's trotzdem immer wieder und während ich es sage, merke ich es selber und denke mir so, boah, oh ja, hör auf, das ist so cringe. Und alle anderen im Raum werden sich wahrscheinlich auch gerade denken, oh, voll cringe. Weißt I, du? Sie denn, für Kennst eine. du das? Wenn <laughs> ja. du selber sowas sagst und dir aber dann so denkst, Oh, wenn ich jetzt hier mit im Raum wäre und jemand anders das gesagt hätte, ich würde es hart cringe finden. Hm. Ich glaub, ja, also, aber es ist so eine dumme Angewohnheit und ich kann nicht aufhören. Ich sag's immer. Aber hast du sowas öfter? Also äh, ändert sich das auch oft? Oh. Ja. Ja? Na, ja, also ich hab's nicht oft, aber es ist jetzt nicht das erste Mal. Aber meistens ähm, guckt man sich das doch von anderen ab. Also dieses fucking hell, wo soll das herkommen? Meinst du, das hast du nicht irgendwo aufgeschnappt und deswegen sagst du es jetzt? Vielleicht sagt das ja, ja. dann, dein, dein Tanzpartner. Nein, 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 nein der sagt es nicht, ich gucke nur. Fucking Hell! Alter. Ich guck. <lacht> <lacht> oh mein Gott, stell mal vor. <laughs> <laughs> Nein, tut er nicht. Ich gucke im Moment, Are You The One? Die letzte Staffel. Vielleicht hat es da irgendjemand gesagt, dass ich das jetzt plötzlich sage. Das ja. könnte ich mir gut vorstellen. Das passt irgendwie. Aber ähm, nee, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht mehr, wie ich jetzt darauf kam. Du wolltest mir eigentlich eine knackige Frage stellen, oder? Ja, ich wollte dir eine knackige Frage stellen und ähm, jetzt wollte ich aber gerade noch dazu sagen, ich habe das gerade nicht. Ich denke mir nur, dass, äh, nur manchmal, wenn ich das ähm, schreibe im Chat, weil ich, 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 ich antworte ganz oft mit all right. Aber ich würde niemals all right sagen und manchmal finde ich das auch cringe, wenn ich es dann schreibe und denke mir so, das passt gar nicht zu mir, mhm. dieses All right. Warum all right? Ja, sowas. Man kann ja auch einfach klar ja. schreiben. <laughs> das ist bei mir fucking hell <laughs> im okay. Moment. Okay. Aber ich finde fucking hell wesentlich schlimmer als alright weil das sagen viele yeah. oder schreiben zumindest viele. Aber es wäre schon hart cringe, wenn man das auch so sagen würde. So alright, 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 bitch. <laughs> wie sowas. Alright. Ich sag das glaube ich sogar manchmal. Du sagst es bestimmt ja. so, so britisch wie so <laughs> so als ein Wort. Alright, alright. <laughs> oh Gott. Alright, Na, fucking, fucking hell. hell alright. <laughs> nee. Okay, ready for the erste knackige Frage. I'm so ready. Okay, es wird direkt am Anfang die äh, 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 Es wird direkt am Anfang Deep. Also mach dich mal. Oh. Uh. So, mach nochmal so eine, so eine Atemübung, fahr dich runter, denn. Okay, wenn du so richtig aufgeregt bist, Julia, jetzt mal, also ja. jetzt auch auf Ernst. Was beruhigt dich am meisten? Was machst du, wenn du so richtig durch den Wind bist? Hast du da irgendwas? Du musst ja irgendwas haben. Du, durch den Wind oder aufgeregt? Also eigentlich passt es ja zu aktuell eigentlich ganz gut, weil ich jeden Freitag absolut fucking aufgeregt bin. Ja. Ähm, aber da kannst du ja sicherlich nicht das machen, was üblicherweise helfen würde, wenn du da im Studio bist und dir die Gedanken kreisen, oder? Gehst ja jetzt nicht... Also guckst ja guckst jetzt also keinen Film dann das, oder was sowas. Nö, aber ich habe auch nie so Situationen, wo ich random aufgeregt bin und dann die Möglichkeit habe, einen Film zu gucken, Joey. Ja, du jetzt ein blödes bist, Beispiel. <laughs> Aber man kann ja zum Beispiel seine Lieblingsmusik dann hören oder sowas. So weißt du, wenn man. Aber ich meinte das eher so aufgeregt im Sinne von, du steigerst dich in irgendwas rein und wirst so ein bisschen unruhig. Ich habe sowas zum Beispiel ganz oft, wenn ich nachts wach liege, dann steigere ich mich manchmal mhm. in so Zeug rein ähm, und, und bin so viel zu sehr emotional in diesem Thema drin, als dass ich da jetzt mhm. rational drüber nachdenken kann. Dann werde ich so richtig aufgeregt und dann brauche ich was, was mich beruhigt. Ja, also ähm, jetzt in Bezug auf, wenn mir abends äh, die Gedanken kreisen, aber jetzt nicht im Sinne von äh, emotional, sondern ich kann einfach nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit über irgendwas nachdenke, mhm. ähm, dann höre ich mir ein Hörbuch an. In der letzten Zeit des öfteren Bibi- und Tina-Hörbücher. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich jetzt kein bestimmtes Ritual habe oder so was mir aber also was mir immer hilft ist, dass jemand anders mich runterbringt, dass jemand anders mir gut zuredet und dann geht's oder ich muss mich dann einfach ablenken. Also ich muss einfach über irgendwas anderes nachdenken oder mir denken, ach ist schon alles in Ordnung und ist scheißegal und nobody cares und dann geht's irgendwann wieder. Also ist es eigentlich das was am besten hilft, wenn du mit jemand anderen kurz über das Problem redest, einmal kurz so sagst so, ey, irgendwie habe ich gerade voll die komischen Gedanken und dann ähm, und dann besprecht ihr das also, so ein bisschen. Ich kann es halt jetzt im Moment, ich bin, ich bin selten super aufgeregt und so emotional geladen. Deswegen, es gibt nichts, was ich so als Ritual oder sowas habe. Aber im Moment zum Beispiel bin ich ja oft super aufgeregt. Und das, was mir dann hilft, ist ein paar Mal durchatmen mit jemandem zusammen. Okay. Mir einreden, dass das gerade alles gar nicht so ist. Also mir einreden, dass es gerade nur eine Probe ist, zum Beispiel. Und äh, Jolt, der mir gut zuredet und sagt, ich kann das und ich brauche mir keine Gedanken machen und sowas, das hilft mir auch total. Und ähm, ja, Kopf ausschalten. Aber das ist halt leichter gesagt als getan irgendwie, ne? Ja, Kopf ausschalten wäre jetzt nicht so der beste Tipp für mich jetzt zum Beispiel. <laughs> also, wie geht es? <laughs> ja, es ist, also zum Beispiel letzte Woche hat es nicht so gut funktioniert, aber die Wochen davor war es halt wirklich dann so, dann habe ich mich wirklich dann nur auf die Musik konzentriert und nur Jolt angeguckt angegafft die ja. ganze Zeit also wirklich literally zehn Minuten vor unserem Auftritt habe ich ihn die ganze Zeit angestarrt und er musste mich zurück anstarren damit ich denke es gibt nur ihn und mich in diesem Raum was ein bisschen mhm. weirdly romantic klingt aber so ist es gar nicht gemeint ja. aber das ist dann so dass ich wirklich denke so ich bin beim Training und nur er ist da und niemand anderes ist hier und ich blende alles andere aus ja. so dass ich mich dann konzentrieren kann ähm, aber was ich auch sagen muss, die letzten zwei Wochen, in der einen Woche hat es gut funktioniert, in der anderen nicht, ähm, eine von den Haarladies, die hat so ein, die ist sehr esoterisch mhm. und ich habe überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Ich bin absoluter Laie und verstehe nichts davon, aber die hat mir so ein Aura Duftzeug gegeben. Die hat so, die hat so ein kleines Täschchen mit so Aura- Flüssigkeiten, die eine ist irgendwie für Leichtigkeit, die andere ist für innere Stärke, die andere ist für Power, um ähm, Selbstbewusstsein und die haben auch alle so andere Gerüche und andere Farben. Und normalerweise glaube ich an sowas überhaupt nicht und bin dann immer so, also denke mir eigentlich so, ja, was ein Quatsch, aber manchmal, wenn ich es brauche, dann hilft mir das, weil ich mich dann reinsteigere und denke, okay, das funktioniert jetzt, weißt du? Ja, weil du dran also glaubst. Normalerweise, einfach. wenn ich rational drüber nachdenke, denke ich mir so, ja, ob ich mir jetzt so ein bisschen Eukalyptusöl ins, in die Handfläche schmiere. Da, da glaube ich jetzt nicht dran, dass ja. da irgendwas passiert oder dass irgendein Engel von da oben mir jetzt dabei hilft. Aber wenn ich es brauche in dem Moment, das klingt jetzt auch, ich will nicht respektlos klingen darüber, aber ähm, wenn ich das brauche in dem Moment, dann bilde ich mir ein, dass, dass ich daran glaube und dass das wirklich hilft so. Hey, ist ja nicht das hat ich nämlich. Es ist ja einfach. Aber das hatte ich zum Beispiel in der Tango Woche ähm, hat sie mir das rote Fläschchen gegeben. Das ist nämlich für Power. Und da habe ich dann wirklich die ganze Zeit drüber nachgedacht, so, ich habe das Zeug, das funktioniert, das ist jetzt in meiner Handfläche, alles wird gut. Ja, es ist halt so dieses… Ähm und ich, ich brauche irgendwas, woran ich mich festhalten kann, glaube ich. Ja, du, ich glaube, das ist dieses, wenn du wirklich an was fest glaubst, dann mobilis mobilisierst du ja auch Energie in deinem Körper und äh, kannst sie quasi an der richtigen Stelle einsetzen. Und, ja. und das ist quasi so der Inbegriff von Placebo-Effekt, aber es ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass Placebo-Effekt, dass es den gibt und dass der wirkt. Also, wenn man mhm. an etwas glaubt, dass es dann auch quasi äh, eintritt, obwohl diese Tablette quasi keine Inhaltsstoffe hatte. Ähm, ja. Von daher, also ja, solange es, es wirkt, vielleicht. ist es doch voll geil. Also, ja. wenn man sich natürlich direkt, wenn man diese Scheiße da in seine Handfläche gerieben bekommt, denkt, was für eine Kacke ist das denn hier? Ja, natürlich funktioniert es ja ja. nicht. Es ist halt immer ja, so dieses. Man muss sich drauf einlassen. Aber ich glaube an sowas mhm. auch. Also, ich würde in so einem Moment das auch benutzen, auf jeden Fall. Ja. Ja, und äh, nen, ähm, letzte Woche hatte ich einen Rosen, Rosenquarzstein die ganze Zeit in meiner Hand während dem Haare machen, weil ich so aufgeregt war. Und da hat sie mir aber das. <laughs> Rosenquarzstein. Ich, ich, ich werde so richtig Esoterik-Tante. Esoterik ähm, ja, weil der. Ja, ich weiß gar nicht. Der strahlt. Positive Energie aus oder Leichtigkeit? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ein Amnetist negative Energie einziehen soll, aber was ein Rosenquarz macht, weiß ich nicht mehr. Perfekt. Hat auf jeden Fall ähm, sowieso nicht so gut funktioniert. <laughs> haben wir ja gesehen. <laughs> nee, aber sie hat mir, letzte Woche hat sie mir nicht Power gegeben, sondern Leichtigkeit. Und ich glaube, ich war ein bisschen zu leicht, deswegen. Hast du auch das bin Gleichgewicht verloren? Ja, ja, perfekt. Genau. Ja, gut, Leichtigkeit ja nehme ich nicht nochmal. <laughs> Diese Woche nehme ich wieder Power. Ey, glaubst du eigentlich auch an äh, so Sternzeichen und so einen Quatsch? Das ist alles so ein Ding. Ich glaube da nicht so richtig dran, aber so ein bisschen macht es schon manchmal Sinn. Also, ja. Du? Das Ding ist aber, das ist immer so geschrieben, dass es egal welches Sternzeichen du bist, es würde immer irgendwie so ein bisschen Sinn machen. Das ist ja der Punkt. Ja, naja geht. Also bei manchen Menschen ist es ja schon so, dass also ich glaube jetzt nicht an so Horoskope, die irgendwie in Zeitungen stehen. Wenn das da steht, dann denke ich mir schon, okay, die können halt alles schreiben, was sie wollen, das passt immer irgendwie. Mhm. Aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand Fische ist oder so, dann passen die Eigenschaften schon in den meisten Fällen gut zu der Person. Okay. Also, zu den Eigenschaften, die das Sternzeichen hat, weißt du, was ich meine? Yeah. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass ich so krass daran glaube, dass ich mir denke, okay, Fische und Stier, das passt nicht zusammen, deswegen, sorry, wir können nicht. Yeah. So, weißt ja. du? Also sowas, über sowas mache ich mir überhaupt keine Gedanken, aber ich finde es manchmal faszinierend, wie richtig es ist. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist so, also ich bin Ach, ja eigentlich ja. auch so... Und ich gucke mir das manchmal aus Spaß an, so. Zum Beispiel, als ich angefangen habe, Matthias äh, zu treffen, da haben wir uns manchmal so, so Horoskop-Scheiß angeguckt, so. Und geguckt, oh, oh. so, was zu wem <laughs> passt, so und so, weißt du? Ich hab, Aber halt mehr aus Spaß eigentlich. Ich habe das damals, als ich Wolfgang kennengelernt habe, habe ich so aus Spaß dieses, ähm, gibt es also auf Webseiten, kannst du gucken, wie passen die Namen zusammen. Kann oh mein eingehen. Gott, ja, das war ich Josef und Wolfgang. schwöre. Aber es hat, ich schwöre. war voll scheiße. Ich glaube, so 30 Prozent, dann habe ich wieder zugeklappt, den Laptop <laughs> und hat gesagt, auf so, auf so eine Scheiße, lasse mich hier gar nicht ein. <laughs> ja, immer wie man gerade will, halt, ne? Ja, genau. Aber ja. Ähm, ich habe das mal mit, mit Marvin besprochen, weil der glaubt da relativ doll dran. Also, Marvin Magnificent. Mhm. Und, ähm, An was jetzt? An diese Seite, die zeigen, wie viel Prozent etwas zusammenpasst? <laughs> nee, das ah, ein nicht. Sternzeichen. Ja, und ähm, dann haben wir, weil ich sehr genau weiß, wann ich geboren bin, also auch wirklich mit Uhrzeit. Ich bin um 4.21 Uhr 21 geboren. Ähm, wow. Das verstehe ich auch immer nicht. Wie zur Hölle ähm, wird das eigentlich gemessen? Ist es dann so, wenn das letzte Füßchen draußen ist, dann wird die Zeit gestoppt? Oder? Ich nehme es an, oder? Wenn das erste Fingerchen rausguckt, das wäre ein bisschen weird, oder? Naja, es dauert ja normalerweise, bis so ein Baby daraus rausgefluppt ist, weißt du? Das sind ja ein paar Minütchen, ja, ich denk die man mal, da so halb in der Röhre hängt. Halb draußen, halb drin. Und das kannst du ja nicht, also... Ja, ich denke mal, du bist geboren, wenn du vollkommen draußen bist, oder? Dann bist du so geboren. Würde ich auch sagen. Vorher ist es so ein Zwischending zwischen, ich bin noch drin und ich bin schon draußen. Ja. Deswegen. Okay, also wenn der letzte C auch draußen ist. Ich schätze draußen. mal, aber ich habe keinen Plan. Kann uns aber bestimmt jemand aus unserer Community beantworten. Nehmt mal Bezug, ja, das Leute. Stimmt. Ähm, das auf jeden Fall. Ich bin am 22. März 1995 um 4.21 Uhr geboren und damit bin ich wieder-Aszendent Wassermann, wenn Marvin keine Scheiße gelabert hat, okay? Mhm. <laughs> und ähm, er hat mir dann irgendwie auch das mal alles so vorgelesen, was das bedeutet und er meinte irgendwie, das wäre eine krasse Kombination und ähm, Witter wäre sowas, ach, keine Ahnung, was Stures und sehr eigensinnig, aber der Wassermann würde in mir so alles durcheinander bringen und ganz viel Emotionen, lauter so ein Scheiß. Ähm, also, okay. aber mehr weiß ich auch nicht dazu. Also, falls irgendjemand von sowas Ahnung hat und äh, mir das nochmal erklären will, schreibt mir mal. Bin ich gespannt. Bin wirklich mal gespannt, ob das passt. So, manchmal will ich auch an sowas glauben, weil es klingt ja auch cool. Weißt du, das zeigt mir dann auch schon wieder, dass ich bin was Besonderes, weil ich Aszendent Wassermann bin. <laughs> mm -hmm, total. Ich weiß gar nicht, was für ein Aszendent ich bin. Ich habe das mal ausgerechnet, aber ähm, ich habe es wieder vergessen. Ich ja, bin perfekt. auf jeden Fall, ich weiß auch genau, wann ich geboren bin. Am 27.04.99 um 7.25 Uhr. Morgens? War mein, war mein Zeh draußen. Hm. Was kommt zuerst? Ähm, ja, morgens. Ja, okay. Der Kopf im besten Fall. Aber wenn es eine Steißlage ist, was kommt dann zuerst? Der Arsch? Nee, die Füße. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. So viele Geburten hatte ich noch nicht. Ich muss mal meine Schwester fragen. Die hat schon richtig viele Geburten hinter sich jetzt. Ist sie Hebamme? Nee, aber sie, also, sie hat so, doch sie hat so ein Praktikum gemacht und da hat sie richtig viele Kinder rausgezogen. Es war richtig heftig. Oha, wie krass. Äh, ja, sechs Wochen lang jeden Tag mehrere. Hätte ich auch nicht gedacht. Oha, wie cool. Mhm. Manche haben sie sogar dort erkannt mal ganz witzig. Oh mein Die gerade so am rauspressen und dann so hä du bist doch Emmy. Cool, dass du mein Kind rausziehst. Ja. Du Scheiße. Vor allem. Okay Joey, was machst du denn, wenn du, äh, wenn du dich beruhigen oh, musst? stimmt, voll abgedriftet. Ich wollte jetzt ein bisschen mehr noch über Geburten reden, aber okay dann halt nicht Julia. <laughs> ähm, also ich habe das ja sehr oft dass ich aufgeregt bin. Ne? Und ich brauche dafür mhm. nicht mal so eine, so eine Fernsehshow, wo ich drin tanze oder so, um aufgeregt zu sein. Manchmal bin ich auch einfach so aus unerklärlichen Gründen aufgeregt. Manchmal liege ich auf der Couch und alles ja. ist gut. Und dann denke ich an irgendwas in der Vergangenheit zurück und wie ich mich besser hätte verhalten können in diesem Moment, in so einem Konfliktmoment. Mhm. Und dann steige ich mich wieder so toll da rein, dass ich Herzrasen bekomme und so weiter. Oh, also du bist so ein Idiot. hatte ich heute erst. <laughs> oh nein, <laughs> ähm, echt jetzt? Ja, aber das passiert so, das passiert so random jeden Tag mal so ein bisschen. Aber es kommt natürlich drauf. So alle drei Stunden. Ja, aber es ist ja dann auch nicht doll. Meistens kann ich mich dann auch super schnell wieder beruhigen. Aber bei mir sind es tatsächlich einige Sachen, aber ich glaube drei sind äh, so die, die wichtigsten. Und zwar: das, hm. was wirklich immer hilft und super schnell geht, ist spazieren gehen. Spazieren gehen mhm. ist wirklich Gamechanger, weil es ist auch wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, dass 20 Minuten nach Anfang des Spazierengehens dein Körper äh, Glückshormone ausschüttet und du dadurch wirklich bessere Laune bekommst. Und es ist jedes Mal, okay. so, seitdem ich das weiß, achte ich da drauf und ich merke wirklich richtig so irgendwie nach einer halben Stunde so, ey stimmt, mhm. mir geht's deutlich besser. Ich bin jetzt entspannter, so ich sehe das Leben wieder, wieder positiver. Aber das kann ich mir irgendwie nicht so gut vorstellen. Also ich meine, es macht grundsätzlich Sinn, aber wenn du spazieren gehst, dann denkst du ja nicht über was anderes nach, sondern hast eigentlich Zeit, dich weiter reinzusteigern, oder nicht? Ja, aber ist Weil du Be ja trotzdem weiter drüber nachdenkst. Aber die Bewegung ist aber dann so, also, die also es trotzdem passiert einfach, dass du die Glückshormone hast und deswegen denkst du einfach nicht mehr so doof dann. Genau, und irgendwann kommt man dann auch auf andere Gedanken wieder und du triffst ja dort auch irgendwie Leute, Tiere, siehst irgendwie was draußen ähm, und, und unterhältst dich dann mit den Rehen oder was? Ja, du kannst aber ja mit Menschen unterhalten, die da. Was bist du denn jetzt für eine blöde Kuh? Aber hast manchmal du dich schon mal mit einem fremden Menschen, den du beim Spazierengehen getroffen hast, unterhalten? Täglich wirklich täglich mit mehreren Menschen. Nein, echt jetzt, Joey. Okay, das ist gerade wirklich was Neues für mich. Aber Joel, du vergisst. Ich lerne gerade eine neue Seite kennen. Nein, du vergisst, dass ich dabei einen Hund habe und die anderen Leute auch einen Hund haben. Ah, und deswegen kommt man immer in Gespräche. Ja, okay. okay, Gespräche. Ich. Ja, okay. <laughs> ich, ich dachte schon, du läufst so <laughs> alleine durch die Gegend und redest <laughs> plötzlich mit fremden Leuten. <laughs> hey, haben Sie kurz fünf Minuten? Ich hätte gerade Lust zu reden. <laughs> Ja gut stimmt das ist ja da habe ich ein paar vergessen nein aber guck mal wenn du mit Hund dir gegen äh, wie sagt man wenn man sich so entgegenläuft dann lächelt man sich schon mhm. so an dann sagt man hallo und dann sagt einer von beiden irgendwas zum Hund und dann fängt man an meistens auch nur über den Hund zu reden aber manchmal habe ich dann auch schon über andere Dinge mit den Leuten geredet kommt halt darauf an wie man so connected aber mhm. man redet schon und allein solche random Gespräche auch daran merke ich auch manchmal so es reicht schon mit irgendeinem Fremden Menschen über Belanglosigkeiten zu reden und das macht dir irgendwie dann so unterbewusst schon wieder gute Laune. Es ist voll crazy, aber das reicht schon manchmal mhm. aus. Ähm, okay, das ist die erste Sache. Das hilft wirklich immer, aber manchmal hat man ja keine Zeit spazieren zu gehen oder es ist dunkel oder sowas und dann macht Spazieren gehen auch nicht so viel Spaß. Oder man hat keinen Hund <laughs> und will nicht so gerne ja. alleine gehen. Ähm, was ähm, bei mir super krass hilft, ist Meditieren, aber mhm. ähm, Meditieren jetzt einfach so, wenn ich super aufgeregt bin, klappt nicht. Mhm. Ähm, Sorry, ich bin gerade fast gestorben. Ja, Gesundheit oder sowas. Ne, ich weiß gerade nicht, was das war. Ich habe gehustet. Okay. Ähm, was ich aber vor der Meditation immer mache, ist Tagebuch schreiben. Und ich glaube, wir haben schon mal kurz drüber geredet. Aber mhm. wenn ich so ganz viele wirre Gedanken habe und mich in irgendwas reinsteigere, dann ist das so wie so ein riesiges Gewusel in meinem Kopf. Und das kriege ich einmal geordnet, wenn ich einfach so quasi in, auf ein paar Seiten schreibe, was mir gerade durch den Kopf schwirrt. Also, das fängt dann auch nicht an mit Liebestagebuch, heute habe ich das und das gemacht und heute fühle ich mich so. Sondern ich fange einfach irgendwo an, wo ich gerade in, in Gedanken bin und dann schreibe ich das einfach runter. Und dann merke ich, wie alles, was so in meinem Kopf rumwuselt, so langsam in so eine Reihenfolge gebracht oder quasi so, quasi so eingeordnet wird einfach. Und auf einmal hat alles so eine Ordnung in meinem Kopf und dadurch fühlt es sich auch nicht mehr so krass an und ich kann mich wieder so langsam entspannen. Und danach noch meditieren und wirklich so komplett im Moment sein und nicht in der Vergangenheit über irgendwas nachdenken, was man hätte anders machen können. Und auch nicht drüber nachdenken, was, was in der Zukunft wohl auf einen zukommt. Wie halte ich mich morgen bei dem und dem Termin? Sondern einfach mal sich nur darauf konzentrieren, wie ich mich jetzt gerade fühle und sonst nichts. Mhm. Und dann bin ich wirklich wie neu geboren. Schön. So. <laughs> und was, wenn du keine Zeit hast? Dann ist es halt so. Ja, man hat immer Zeit. Man muss sie sich nur nehmen. Man darf halt nicht sagen, okay, ja. Okay, also wenn ich zwei Minuten vor meinem Auftritt stehe, sage ich, sorry Leute, ich kann gerade nicht, ich muss so eine Runde spazieren gehen, meditieren <laughs> und in mein Tagebuch schreiben. Nee, okay, dann geht's nicht. Aber dann ja. würde ich, glaube ich, in den zwei Minuten ganz tief ein- und ausatmen und so richtig lang. Mhm. Ich glaube, das, das wäre so das, was ich da machen würde. Aber manchmal okay. kriege ich es auch nicht hin. Manchmal, manchmal gehe ich irgendwie eine Stunde spazieren und trotzdem bin ich dann eine Stunde später ja. wieder total wuselig im Kopf. Aber ja, dass ist nicht immer klappt, ist ja auch klar. Aber das ist ja immer schon mal. Gutes Konzept. Ja, ne? Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. Und ich glaube, so wie ich dadurch, <laughs> dass ich das sein. jetzt so ein bisschen erklärt habe, werde ich es noch mehr quasi in mich reinbringen. <laughs> Sehr gut. Ja. So, bist du ready für die nächste Frage, beziehungsweise ja. Aussage? Denn es ist mal wieder äh, eine Aussage unserer tollen Kategorie 10 von 10, ähm, mhm. die super, super oberflächlich ist, aber das lieben wir ja. Er ist eine 10 Geil. von 10, aber das ganze Bett von ihm ist voller Kuscheltiere. Also, jetzt so literally vollkommen voll mit Kuscheltieren? Ja, okay, sagen wir jetzt mal, es ist so ein, keine Wie Ahnung. Wie viele? Mindestens fünf. Mindestens fünf Kuscheltiere. Also alles über eins finde ich komisch. Ja, yeah. ah, ich finde auch schon eins komisch. Weiß ich jetzt nicht. Nö, ah, nein, nein, nein. Eins finde ich süß. Also wenn es irgendwie jetzt das Kuscheltier ist, was der voll, äh, zu, zur Geburt von seiner Mama bekommen hat oder so. Ganz, nö. Nee. Find, das finde ich okay. Nee. Nein, finde okay. Finde ich okay. <laughs> Ja, okay, da bist du anders, aber ich find's okay. Ich find's okay, okay wenn das noch da ist. Ja, ist okay, ich Julia, ist okay. Ich akzeptiere das, dass du das okay ja. findest. Das ist okay. Aber kuschelt der dann auch die, die ganze Nacht damit, mit diesem einen Ding? Nein, nein, es ist einfach nur da. Das ist so sein Schutzengelmäßig, ne? Dann ist es okay. Ja. Aber jetzt ja. nicht so, so, wenn ihr einschläft. Das ist so Deko, wenn das Bett gemacht ist. Es ist halt so. Okay, ist, aber, das ist, er damit aber zum Schlafen, Schlafen kommt es aus dem Bett raus, oder? Muss schon sein. Ja? <laughs> Für mich. Ja, ich, ja doch. Ich glaube schon. Jetzt bin ich drüber nach. Ich glaube ja. ja. Boah, keine Ahnung. Ja, also, ich fände es weird, wenn ich ihn dann so sehen würde, wie er mit seiner Mickey maus dann nachts kuscheln würde oder sowas. Ja. Ach, würde mich, glaube ich, auch gar nicht so krass stören. Ich würde es auch machen. <laughs> okay. Ja. Nee, aber alles mehr als das fände ich komisch. Da würde ich schon so ein bisschen... Das fände ich schon weird. Vor allen Dingen, wenn das dann auch noch so fan artikel kuscheltiere sind und so. So YouTuber-Kuscheltkissen. So oh mein Gott, ja das. Oder... Oh Gott, stell dir mal vor, so ein Laser-Lukas-Smiley -äh, im Bett. Daneben noch so ein Chewbacca. <laughs> <laughs> oh Gott, nee, das, das fände ich ja ganz weird. Vor allem voll ähm, viele Leute, die zuhören, haben das bestimmt in ihrem Bett gerade liegen und denken sich so, oha, voll gemein, ja, ich jetzt weiß. muss ich es rausschmeißen. Aber Leute, es geht ja nur darum, was wir Nein, jetzt attraktiv Ihr, nicht, ihr finden. müsst mich ja nicht daten, ja, genau. deswegen alles gut. Ja. Lasst es alle in euren Betten liegen und kuschelt damit so viel ihr wollt. <laughs> es ist ja vollkommen okay, aber ähm, ich glaube, bei mir wäre es dann... Naja, ich Joey, das kann man nicht so richtig sagen, weil wenn es dann... Auf seinen Charakter abfärbt, dass er dann halt auch so ein richtiger Fanboy von so Sachen ist, dann wird mich das, glaube ich, mega nerven. Ja, gut, es müssen ja, es er jetzt müssen ja total keine Fanartikel toll sein. toll ist, Wenn er jetzt total toll ist, 100% perfekt. Nee, was hast du gesagt? Er ist eine 10 von 10. Er ist eine 10 von 10, ja. Na, dann glaube ich schon trotzdem eine 9 nur noch, weil ähm, die müssen schon raus. Ja. Das wäre mir schon zu viel. Die müssen schon raus. Also, ich bin ja überzeugt davon, dass man auch noch so, wenn man dann wirklich zusammenkommt, dass man da noch viel so tun kann. Ja, eben. So, weißt du? Und dann, eben deswegen. Aber stell dir vor, er ist dann so jemand, der sagt: Nein, um Gottes Willen. Also, du kannst alles an mir ändern. So, von mir aus ganz anderer Kalamottenstil, aber meine Kuscheltiere bleiben im Bett. Boah, ja, dann das wäre wär schon noch kritisch. Eine ja. Nee, eine 6. Eine 6. <laughs> Ja. Boah, guck mal, stell dir Meiner vor, ihr, ja. ihr zieht zusammen und dann kommen so Freunde. Nee. und Ja, das ist unser nee. Bett. Nee, 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 da bin ich raus. Und auch wenn er sagen würde: ähm, Okay, nicht ins Bett, aber ins Regal neben dem Bett. Oh, das sieht ja so scheiße aus. Ja, nee, finde ich auch nicht gut. In Bettkasten oder in seinen Nachttisch, meinetwegen. Steck sie in den Nachttisch unten rein in die Schublade. Ist in Ordnung, aber. Steck sie unten rein. Nee. Ähm, aber wo ich gerade. <laughs> oh, <Joey. lacht> wo ich gerade noch so nachdenken musste drüber, ähm, es gibt ja so diese typischen IKEA-Kuscheltiere, ne? Die gibt es immer am Ende von diesem ja. Durchgang da. Und wenn es jetzt quasi einheitlich nur diese IKEA-Kuscheltiere wären, dann hätte es für mich schon wieder einen, be einen besseren Vibe, weißt du, dann wäre es nicht so schlimm. Besseren für mich hätte es einen schlechteren. Ja? Ja, weil das dann solche random Kuscheltiere sind. Warum, dann sind es richtige Kuscheltiere, weißt du? Ja, aber besser als so eine Diedelmaus von vor 30 Jahren und dann irgend so ein ja, okay, Oller Teddybär. Weißt du, sowas zusammengewürfeltes. Nee. Nein, 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 das finde ich nicht, weil das hat dann Geschichte und das hat dann irgendwie einen persönlichen Bezug. Dann finde ich es wieder okay, aber wenn so random Ikea. Hunde, äh, Kuschelhunde sind oder so, dann ist es wieder so, der braucht halt Kuscheltiere. Aber stell dir mal vor, der sagt dann zu dir, ja, der Teddybär, der ist schon irgendwie 40 Jahre alt, mit dem hat meine Mutter schon gekuschelt, da würde ich mir so denken, ich will nicht mit deiner Mutter im Bett liegen, mach das Ding raus. Ja, das ist wieder, das ist wieder ekelhaft, aber du drängst auch gerade wieder in Extremen, <laughs> Ja, aber wenn das irgendwie alles... <laughs> das ist halt irgendwie, auch mega unrealistisch. Wenn das alles so einen emotionalen Wert hat, was sollen das denn sonst für Kuscheltiere sein? Ja, nicht emotionalen Wert, aber so... Dann, dann soll er lieber einen Chewbacca und einen Laser lukas smiley da liegen haben. Oh, nee. Oh, nee. <laughs> auch nicht. <Nee. lacht> Never mind. Ach, keine Ahnung, sieben von zehn Punkt. Aber so. ich musste gerade drüber nachdenken: ähm, Wolfgang und ich haben auch beide so ein kleines Minikissen, äh, für, also quasi für. Na, uns. Und mit dem, also ich schlaf da auch immer drauf auf diesen Minikissen. Es ist ja quasi wie ein Kuscheltier. Aber es ist halt einfach nur weiß und klein. Ja. Es ist halt nicht, es ist halt kein Kuscheltier, das ist nochmal was anderes, ne? Ja, ja. Okay, aber habe ich, hab ich doch eine ganz gute Diskussion hier angeheizt. Ja. Ne? Grundsätzlich, ja, ein Kuscheltier kann er haben, ist mir scheißegal, aber alles darüber, denke ich mir, also, da wird es mich, glaube ich, auch einfach nerven. Ich fände es gar nicht nur weird, es wird mich auch nerven. Ja. Diese Viecher da im Bett, Ja. weg. Mit Kuscheltieren oh. schlafen ist auch generell nervig. Also, irgendwie auch, legst sich da immer so halb drauf und dann ist es so hart ja, an so einer ganz bestimmten Stelle an, an, an der Stirn. Ja, viele wahrscheinlich, aber zu viele Kissen finde ich auch ganz schlimm. Nervt mich. Überall Scheiß, geh weg. Ja, aber diese Kissen, wenn so Leute so richtig viele Kissen im Bett haben, dann ist das doch meistens eh nur Deko und dann Deko, Deko und dann müssen die doch, die doch alle ja. rausfeuern, bevor sie <laughs> ins Bett gehen, oder? Ja, aber manche lassen die auch drin, manche lassen die auch im Bett drin. Wie und dann schlafen die so senkrecht mit dem Oberkörper oder was? ja <laughs> nee, aber die kommen so dann. Nee, ja, weiß ich nicht. Es gibt auch Menschen, die haben viele Kissen im, im Bett und schlafen dann halt auch mit diesen vielen Kissen im Bett. Das finde ich schlimmer. Ja, das kann ich gar nicht also nachvollziehen. Das, nee, das finde ich super, Das finde ich schlimm. Das wollte ich sagen. So, ja. okay, nächste Frage. Okay. Aber finde ich interessant. Willst du wissen, was er bei mir wäre? Oh ja. Ich glaube, eine 4 von 10 maximal. Oh ja, okay. Okay, so, wir kommen wieder auf den Anfang unserer Folge zurück, ähm, denn ich habe die nächste Frage für dich. Welche Sache, hm. die du früher richtig gut konntest, jetzt aber nicht mehr kannst, würdest du gern jetzt super gerne wieder können? Hast du da irgendwas? Weil bei mir wäre es im Moment Gitarre spielen. Und Gitarre spielen. Gitarre spielen, das ist mir vorhin noch eingefallen. Als erstes habe ich mir gedacht Skateboarden, weil ich habe vier Jahre geskateboardet und ich konnte richtig coole Tricks. Ich bin Treppen runtergesprungen und so weiter. Und ich glaube, wenn ich das jetzt probieren würde, ich würde mich anstellen wie der letzte Mensch. Hm. Was konnte ich denn? <laughs> ich konnte damals nichts, jetzt auch nicht. <laughs> ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also ich habe nie ein krasses Instrument gespielt, Blockflöte. Kann ich, glaube ich, noch. Du kannst noch Blockflöte spielen, aber das will man nicht ja, können. Safe. Ja, das will man nicht können, aber ich kann es halt noch. Kannst safe. du noch so Country Roads auf Blockflöte, auf Blockflöte spielen? Ich kann dieses Old Had a farm. Ia, ihr, du das? Ja, aber das kann Das habe ich früher in meiner Musikschule gemacht. Aber du könntest jetzt wirklich noch die Finger auf diesen Löchern so anordnen, dass das rauskommt, ohne Probleme. Ja. Also vor ein paar Jahren, das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her, aber da habe ich die irgendwann mal wieder gefunden und rausgekramt, dann ging's. Krass. Also ich musste in der Schule ja. auch Blockflöte lernen. Ich glaube zwei Jahre lang im Musikunterricht. Und ich, ich habe es halt freiwillig mehr. in der Musikschule gelernt. Du bist auch ein richtiges Opfer. ey. Auch so den unteren. Es gibt ja immer einen äh, ein Loch unten. Das musst du bei manchen Noten musst du das so halb zudrücken, nur, weißt du? Dass es so halb offen ist. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Krass. Ja, doch. Nee, ja. aber das ist wirklich so, also wenn jemand auch zu mir, das wäre auch so, ein, er ist eine 10 von 10, aber spielt Blockflöte, sorry, aber ciao. <lacht> <lacht> also das ist wirklich so gar nicht cool, das ist wirklich das uncoolste Instrument, was man spielen kann, Julia. Weißt du, so Oboe, Querflöte, Klarinette, von mir aus, alles irgendwie noch cool, kann ich nachvollziehen, aber Blockflöte, ne. Ja, ist mir alles irgendwie egal, aber... Ähm ja, Blockflöte ist halt einfach unspektakulär, weil es irgendwie jeder kann, weißt du? Schon alleine deshalb. Ja, weil es wahrscheinlich ist so auch. Ja, kannst du ein Instrument spielen? Ja, Blockflöte. Hm. Das <laughs> ist wie Triangel. Ja. Ja, aber ich ja. glaube wirklich, das ist, das ist wahrscheinlich das einfachste Moment, äh, Instrument der tatsächlichen Instrument, weil Triangel ist ja kein Instrument, Julia. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, nee, ganz ehrlich, mir fällt gerade irgendwie auf die Schnelle nichts ein. Nee. Ich konnte nie einen Spagat. Kann ich jetzt auch nicht. Würde ich gerne können. <laughs> du hast nicht irgendwie früher was gemacht, was du dann so aus den Augen verloren hast und äh, was einfach so quasi Übungen braucht, um es beizubehalten? Also ich habe früher super viel gemalt. Ich war auch in so einer Malschule und sowas, aber das habe ich ja nicht verlernt. Hm. Kann ich immer noch. Ja, okay. Das ist so ein Skill, den behältst du einfach, ne? So halbwegs. Ja, ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht mehr kann. Okay. Ich kann einfach alles, Joey. Na, krass. Krass, Alter. Ich, ich verlerne halt nicht. Ich hatte gerade auch noch was auf, auf der Zunge, aber jetzt ist es schon wieder weg. Warte mal. Nee, mir fällt es nee, nicht mehr Nee, so richtig ein. weiß ich es nicht. Ich könnte jetzt wahrscheinlich sowas wie, das konnte ich aber auch nie richtig, richtig, richtig gut. Ähm, zum Beispiel, ich hatte lange keinen Gesangsunterricht mehr und konnte deshalb meine Stimme mal besser kontrollieren und besser singen. Aber, ja, also... Ich ja, war jetzt auch kein das kommt ja keine aber, Beyoncé und bin's jetzt nicht mehr, weißt du, deswegen. Ja, das kommt ja auch aber relativ schnell, wie das ja so wie, wenn du täglich in der Schule mit, mit einem Stift schreibst, dann hast du ja auch eine bessere Handschrift als jetzt, wo du halt nur einmal die Woche irgendwie mal ein paar Wörter schreibst. Aber wenn du das jetzt wieder machen würdest. Einmal, einmal die Woche. Ich scherze schon in mein Tagebuch. Das hm. ja, stimmt. Aber das war am Anfang auch richtig schwer. Ja, richtig wehgetan. Ja, gut. Oh. Ja. Ja, obwohl das konnte ich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, Französisch würde ich gerne wieder äh, gut können. Das konnte ich mal besser. Boah, jetzt musst du ja auch noch was erzählen. Aber fühle ich fühle ich voll. Ja. Ich bin ich bin, ich, ich bin ja. jemand. Ich glaube, ich würde mich so beschreiben oder würde mir die Eigenschaft, zu, äh, äh, würde mich so einordnen, als wäre ich jemand, der nicht schnell neidisch auf andere wird. Sondern ich bin schon eher so jemand, der, wenn ich merke, jemand anders hat was Krasses geschafft, dann freue ich mich einfach für die Person. Und wenn ich mhm. selber geil finde und mich da selber drin sehe, dann spornt mich das eher an, da irgendwie auch hinzukommen, anstatt auf mhm. die Person in irgendeiner Weise sauer zu sein oder sowas. Aber ich habe gute Aber ich habe letztens eine Sache gefunden, wo ich neidisch werde. Richtig neidisch. Oh. Ja. Und? Weil ich dann, weil ich genau weiß, der Zug ist abgefahren, das wird nichts mehr. Und zwar sind wir am Samstagabend in die Stadt gefahren zu einem Freund und da saßen wir in der Straßenbahn und da sind so kleine Kinder eingestiegen, so kleine Jungs eingestiegen, keine Ahnung, vierte Klasse vielleicht, aber höchstens so mhm. zehn Jahre. Und dann reden die mit ihren Freunden auf Deutsch komplett akzentfrei, wirklich so quasi als wären sie hier aufgewachsen und dann setzen sich die beiden hin, das waren höchstwahrscheinlich Brüder und auf einmal reden die komplett akzentfrei französisch und dann ruft die mama an und dann sagt der eine auf einmal wieder im deutschen oh mama ruft gerade an, dann geht er ans telefon und redet wieder komplett fließend auf französisch und das finde ja. ich so cool. Ich bin so neidisch auf Kinder, die oder auf Menschen, die ja. bilingual aufgewachsen sind. Das ist so ein krasser Skill für mich. Und ich bin richtig ja. neidisch, dass das bei mir nicht so war. Richtig. Egal welche Sprache auch. Scheißegal. Hauptsache zwei. Ja. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Da kann ich relaten. Das ist genau das Ding. Das ja. ist, was ich auch meinte. So, ich würde es gerne wieder können. Oder generell würde ich das gerne einfach können. Ja. Weil ich meine, mein, mein Schulfranzösisch war zwar besser, aber gut war es auch nicht. <laughs> ja, ja. Ja, das ist schon richtig. Gemein. Aber hast du noch irgendwas anderes, wo du neidisch wirst, wenn wir jetzt einmal bei dem Thema sind? Ja, also aktuell äh, habe ich so Sachen wie zum Beispiel Sharon und Anna können einen Spagat, wo ich mir so denke, Alter, voll geil, ich will auch einen Spagat können. Aber wenn ich versuche, mich zu dehnen und irgendwie so ein bisschen mehr aufzudehnen denke ich mir so okay in zehn Jahren schaffe ich das nicht ja. kann ich halt voll vergessen so und das hätte ich zum Beispiel als Kind machen müssen oder also ja im Moment sind halt solche Sachen mm. dass ich mir so denke ja. ey die hatten als Kind irgendwie das und das und deswegen haben die jetzt so eine krasse Körperspannung so einfach aus dem nichts und ich muss mir das richtig hart antrainieren und kämpfen dafür dass ich das irgendwie auf die Kette kriege also solche Sachen sind es schon im Moment wo ich so denke ey das ist so einfach bei denen weil die zehn Jahre Ballett hatten und ja. ich verstehe nicht mal, wie man seine Schulterblätter anspannt. Ja, ja. Nee, Schulter, nee Schultermuskel Ach, keine Ahnung, siehst ja, du? Ja. ich, ich hätte es nicht mal gemerkt, ja. dass das komisch Whatever. ist. Whatever. <laughs> <laughs> ja, so war es halt aktuell im Moment, aber sonst weiß ich jetzt nicht. Okay, gut. So, nächste Frage, Joja. Ey, wir nehmen schon wieder so lange auf, Joey, ne? Nehmen wir lange auf. Heidewitzka. Ja? Mm. Okay, warte, dann lassen wir ich die raus, weil. Die finde ich nicht so gut. Ähm, außerdem hatten wir das mit dem Neidisch ja gerade. <laughs> ähm, okay. okay, nächste Aussage. Er ist eine 10 von 10, aber, jetzt bin ich gespannt, Julia, aber er hat einen Fußfetisch und kann nicht ohne an deinen Füßen zu saugen. Null. <laughs> Wirklich? Auf gar keinen Fall. <laughs> aber Auf gar keinen Fall lasse ich an meinen Füßen lutschen. Bah! Aber nein. Julia, nur, also du musst nicht nein. an irgendwelchen Füßen lutschen. Nee, er nein. will nur an deinen. Nein. Ist mir scheißegal. Nein. Wirklich? Nein. Nein. Okay, krass. Wenn der anfangen würde, ich will jetzt gerade wirklich nicht so intens darüber reden, weil mein Papa hört hier auch zu, das ist ganz komisch. Aber wenn der in welchen Situationen auch immer anfangen würde, irgendwas mit meinen Füßen zu machen, da, da geht doch, also, das geht doch nicht. Nee. Nee, also. Und hiermit ist dann auch die, das Gespräch von meiner Seite aus beendet. <laughs> das ist so unangenehm. Hä? Krass. Also Leute, an dieser Stelle, wir wollen hier kein Fetisch-Shaming machen. Das ist jetzt hier wirklich rein subjektiv und manche mögen nee, es, manche macht alle, nicht. Was ne? Ihr wollt aber nicht bei mir. <laughs> aber zum Beispiel bei mir, also ich hab, ich fühle das überhaupt nicht, bei jemandem jetzt am Zeh rumzulecken. Ne? Kann ich wirklich null relate. Interessiert dich nicht, wenn jemand anderes es macht? Aber ich glaube, ich hätte jetzt kein Problem, wenn der jetzt so voll into wäre und sagen würde, ey, das, das fände ich so geil, dann würde ich mir so denken, ja, mach doch. Ist mir eigentlich relativ egal. Und dann kannst du weitermachen? Problemlos? Ja, vielleicht wäre es schwierig, danach wieder auf mhm. Küssen zu wechseln, weißt du? <laughs> oh, ja, das auch. Also das wäre für alles. mich so ein kritischer nee, Punkt. Nee, da würde ich ja schreiend aus dem Raum rennen. <laughs> uh -uh. Also wirklich so, also, ich glaube, ich, 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 ich finde jetzt Füße nicht unglaublich eklig, ich finde sie aber auch nicht schön. Ich bin, glaube ich, so neutral eingestellt und deswegen würde ich mir so denken, ja, von mir aus. Also ich glaube, ich würde mich darauf mhm. einlassen, könnte auch sein, dass ich dann irgendwie danach merke, nee, ist doch nicht so meins, wenn also ich würde nicht dran lutschen, ne, auf gar keinen Fall. <laughs> also ich okay. aber das klingt jetzt schon wieder so negativ. Ey Leute, wirklich, macht das, wenn ihr da Bock drauf habt und wenn, wenn beide ja, da Bock drauf haben, natürlich. ne? Aber es, ja. es geht ja jetzt wirklich gerade nur um, ob ich das jetzt machen würde, aber ich glaube, ich hätte auch mhm. kein Problem damit, wenn der andere Partner jetzt äh, drauf stehen würde. Ich würde das ausprobieren. Ich nicht. <laughs> War das eine unangenehme Frage, Julia? Sollen Geh wir weg von meinen Füßen. Nein, ich denke irgendwie immer noch die ganze Zeit darüber nach, dass mein Papa gerade zuhört. Deswegen kann ich nicht reden. <laughs> Martin, schalt jetzt mal raus hier. <laughs> nee, nächste Frage so. Okay, ähm, okay, letzte Frage, Julia. Ja. Ist auch eine ganz schnelle. Sagst du, Sofa oder Couch? Ja, hey, das weiß man doch. Ja, ich aufs Sofa gehen. Sofa. Sofa? Warum sage ich Sofa? Ja, Sofa? Wie komisch ist das denn? Sofa finde ich ganz komisch. Ich habe noch ja, nie Sofa gesagt. Ich, ich will aufs Sofa. Gehe auf die Couch. Ich sag beides. Du sagst beides? Aber für dich muss da doch ein Unterschied sein, oder? Bei meinen. Doch, ich schwöre, bei meinen Eltern sage ich, gehe aufs Sofa und bei, bei mir zu Hause sage ich, ich gehe auf die Couch. Und manchmal sage ich auch so, ich weiß nicht. Ich sag beides. Okay, Bin das ich ist komisch. Aber hast du da in deinem Kopf auch keine, also ist das für dich auch genau das Gleiche in deinem Kopf? Da habe ich mir in meinem Leben noch nie Gedanken drüber gemacht. Eigentlich nicht, weil ich würde normalerweise auch denken, okay, es macht einen Unterschied, ob so was richtig kuschtiges, Bequemes ist oder so eine kleine, so eine kleine Couch, die mehr so zur Deko da ist, weißt du? Die so, so ein Zweisitzer, hartes Scheißding. Also ist für dich eine, eine, eine Couch, was kleines und ein Sofa ist was großes, Kuscheliges? Ich glaube ja. Für mich ist das. Aber ich weiß es auch gerade irgendwie nicht. Also bei mir ist es so: es hat gar nichts mit der Größe zu tun, sondern ein Sofa ist für mich sowas Oma-mäßiges, sowas Altes. Weißt du, das ist schon. Das, das wurde mhm. hergestellt noch vor der 2000-Wende. Das ist für mich ein Sofa. Das riecht auch schon ein bisschen muffig und sieht auch so. Ja, das verstehe ich. Sieht so omig einfach aus. Und eine Couch ist sowas. Was man sich jetzt auch neu kaufen könnte. Dann ist es für mich immer eine Couch. Dann hat man sich immer eine Couch gekauft. Man kauft sich kein Sofa. Man, nur gebraucht. So, Sofa ist auch so ein Wort, was so richtig weird ist. Wenn man mal wirklich drüber nachdenkt dass, oder das Wort so richtig vor Augen hat, denk, ist es ein richtig seltsames Wort. Sofa. Oder? Sofa. Sofa. Was ist das? Wenn lang, Sofa. Wenn man es oft ausspricht, klingt es auch noch weirder. Ja, das ist genau so ein Wort. Auch Pantoffeln. Pantoffeln ist auch so ein komisches ja, das, das Wort. Das hatten wir schon, Julia. Okay, nee, gut. Ja. Dann haben wir das geklärt, aber mir ist gerade noch eine, eine Sache auch eingefallen. Geht genau um das, äh, um, um das Gleiche. Und zwar sagst du Wohnzimmer oder Stube? Oh mein Gott, Joey, warum fragst du mich das überhaupt? Was ist denn eine Stube? Ja, voll viele sagen Stube. Ich bin voll geschockt. Außer so Leute in unserem Alter sagen Stube. Wo? Hast du noch nie gehört? Hab ich noch nie gehört. Aber sagen Nein. deine Eltern nicht Wo Stube? Wo lebst du? Nein. Ich glaube mein... Hä? Ich glaub mein... Stube ist doch auch die ganze Wohnung dann, wenn dann, oder nicht? Nee. Stube ist für mich so ein kleines, altes Holzhäuschen. Das ist eine Stube. Das ist eine Hütte, Julia. Kleines Holzhäuschen. Ja, ja nicht Holzhäuschen, aber so ein... Weiß ich nicht, nee. So bei Heidi auf allem, das ist eine Stube. Nein, das ist nicht eine Stube, das ist eine Hütte. Doch. <laughs> eine Stube. Ja, aber so eine Wohnung, da in so einem alten Haus ist eine Stube. Nein, also ich glaube wirklich. Nein, eine Stube. Hä? ich Nein, glaube okay. wirklich, dass eine Stube und ein Wohnzimmer das gleiche ist. Halt einfach nur der Raum, wo die Couch drin steht und der Fernseher. Stube ist für mich das Ganze. Das die ganze Wohnung. Hä? Dann ist es halt die Wohnung, nicht die Stube. Du laberst scheiße, Julia. Ich benutze das Wort Stube halt sowieso. Ja. Ich habe das in meinem Leben, glaube ich, noch nie in den Mund genommen. Ja, ich glaube, daran liegt Aber zum Beispiel, ich glaube, mein Papa sagt Stube zum Wohnzimmer, meine Mutter sagt Wohnzimmer. Und ich habe auch immer Wohnzimmer gesagt. Aber Wolfgang ja, zum Beispiel. Wohnzimmer ist auch das einzig normale. Wolfgang sagt Stube. Das kriege ich auch nicht mehr aus dem raus. Ich habe schon ganz oft mit ihm geschimpft, aber er sagt immer wieder Stube. Das verstehe ich halt gar nicht. Ja. Ich würde das nicht verstehen, wenn er Stube sagen würde. Wenn er im, im Schlafzimmer sitzt und sagt, lass mal in die Stube gehen, würde ich denken, hä, hey, wir sind doch, also, Wir hä? sind doch im Haus, hä? Wir sind doch in der Wohnung. Was willst du denn jetzt? Willst du jetzt in eine Holz, Holzhütte gehen oder was? Bist <laughs> jetzt Heidi oder was? Ja, ich weiß nicht. Ja, Julia, ich Komisch. glaube, es ist langsam zu spät. Es ist schon gleich neun Uhr. Wir sollten mal hier mhm. langsam aufhören. Finde ich auch. Meine Rippe tut mir auch weh. Sehr gut. Und ich habe Hunger. Nee, gar nicht gut. Joe, ich habe dir noch gar nicht gesagt, was ich diese Woche tanze. Oh ja, komm, hau raus. Ein Passo Doble. Oha, das ist der heftige, geil, ne? Oder? Oha. Ja. Oh, da, da kannst du wieder so die böse Stränge rauslassen, ne? Find ja, ich Mann, gut. ich freue mich so krass. Es wird richtig geil, hoffe ich. Sehr gut. Wenn nicht, ist aber hoffe auch ich, nicht. Schlimm hoffe yo, ich, Julia. hoffe ich, hoffe ich. Ja, aber es soll geil werden. Drückt ja. mir alle die Daumen. Heute Abend 20.15 Uhr, Leute, ihr müsst wieder einschalten. Bitte. Oh, voll scheiße, das kann ich dann wieder nicht sehen. Weißt du, letzte Woche darf ich im Publikum sitzen, wo du verkackst und jetzt, wo es wieder geil wird, kann ich wieder nicht zugucken. Blöde Kuh, ey. <laughs> ich muss einfach noch ganz weit kommen und dann kannst du auch nach deinem Urlaub wiederkommen. Ich ja, gebe mir ganz viel Mühe, dass du nochmal zuschauen kannst. Okay, sehr gut. Ich freue mich. Und ihr drauf. müsst alle anrufen, damit Joey nochmal noch mal zuschauen kann. Und so machen wir <laughs> Ja. Gut, Julia. Okay. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Ich glaube an dich. Drück dir Danke. die Daumen und ich habe dich ganz doll lieb. Thank you. Ich habe dich auch ganz doll lieb. Ich freue mich schon auf die nächste okay. Folge. Da bin ich nämlich im Warmen, barfuß. Geil. Und dann weiß ich endlich, wo. Mhm. Es wurmt mich. <laughs> okay, so Leute, wir haben euch auch ganz so lieb und ähm, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüssi.